So, und damit herzlich willkommen zu einem Livestream-Abend. Einmal mehr mit Age of Darkness Final Stand. Doch diesmal, wartet, lasst mich mal ganz kurz ins Spiel zurück. Es sollte weit laufen. Sehr gut. Ja, diesmal nicht mit dem Survival-Modus, den wir ansonsten immer gespielt hatten, sondern mit der Kampagne, die endlich draußen ist. So, jetzt sollte alles funktionieren. Dann mal Hallöchen an alle, die live zuschauen und natürlich Hallo an alle, die nachträglich das Ganze angucken als Video. Ist ja auf YouTube, das bleibt oben. Und ja, wir haben ansonsten ja immer Überleben gespielt und immer versucht mal zumindest Veteran zu schaffen. Ich glaube, zu Verheerend kamen wir nie. Und nee, doch, Veteran habe ich einmal geschafft. Genau, Verheerend hatte ich nie geschafft bis jetzt. Aber das interessiert uns gerade nicht, denn wir wollen uns die neue Kampagne angucken. Soweit ich das mitbekommen habe, die ersten zwei Akte sind draußen. Ich habe lange überlegt, ob ich die Kampagne Let's Playen will oder streamen. Aber da das noch nicht die Version 1.0 ist und sich wahrscheinlich noch Sachen bis zum Release ändern und die Kampagne eh noch nicht vollständig ist, habe ich mir gedacht, ich streame es einfach mal, immer mal wieder, wenn sich's anbietet. Und sollte die Kampagne irgendwann vollständig draußen sein mit der 1.0-Version und alles ist da vom Spiel, dann wäre es vielleicht mal eine Überlegung, die Kampagne einfach nochmal zu spielen für ein Let's Play in einer Art Challenge-Modus oder so, einfach einen Schwierigkeitsgrad höher oder sonst irgendwie was. Wäre zumindest meine Überlegung. Okay, dann mal Hallöchen an alle. Und also natürlich an alle, die zuschauen. Natürlich auch an dich, der nachträglich zuguckt, wie schon gesagt. Und wir starten einfach mal in die Kampagne rein, würde ich sagen. Kein Dankes drumherum. Age of Darkness grundsätzlich ist für alle Leute, die das Spiel nicht kennen, weil das ist jetzt wieder ein Part 1, zwar Part 1 für die Kampagne. Für alle Leute, die meine Survival-Erfahrung interessiert, werdet ihr den Link in der Videobeschreibung finden mit der Playlist zu allen Videos. Und grundsätzlich kann man sagen, wer Way Abelians kennt, das ist wie Way Abelians, nur mit Fantasy-Szenario und mit Helden und Level-System und allem Möglichen. Ich bin auch mal gespannt, wie die Kampagne aufgebaut ist, denn soweit ich das gesehen habe, ist sie sehr storylastig und erinnert ein bisschen vom Aufbau schon regelrecht an Warcraft. Das ist so ein Warcraft 3 oder so. Weniger wie Way Abelians, wo du ein Tech-Tree hattest. Also es kommt mir nicht so vor, als gäbe es ein Tech-Tree, aber vielleicht werden wir doch noch überrascht. Gut, wir beginnen mit dem Prolog, mit der Mission Durchbruch. Nach Berichten über Unruhen in einem Dorf im Norden wird eine Gruppe junger Ordensritter unter der Leitung ihres Bischofs losgeschickt, um Nachforschungen anzustellen. Voraussetzungen wie Sargo, Marek und Edwin müssen überleben. Alles klar. Und hier, wir sehen übrigens, es gibt sogar fünf Objectives, also man kann auch Ziele abschließen. Das bedeutet, ich glaube, es ist vielleicht so ein Komplettrun für Ziele oder ein Komplettrun auf einem höheren Schwierigkeitsgrad oder so. Das wären Überlegungen für einen Let's Play-Run dann irgendwann mal oder so. So, ja, Way Abelians hatte auch Helden, klar. Was ich jetzt eher meinte ist, ja gut, Way Abelians hatte halt keine Helden im Skirmish, also im Überlebensmodus. Das war halt schon der große Unterschied, weil bei Way Abelians kam es erst in der Kampagne die Helden dazu. Hier gibt es schon beim Survival-Modus die Helden und Helden wirklich mit Level-System. Bei Way Abelians hast du quasi ja deine Helden gehabt und sie dann über den Forschungsbaum so und Talentbaum gelevelt. Aber hier gibt es halt wirklich so, ähnlich wie bei Warcraft, so Helden auf dem Feld, die während einer Schlacht aufleveln und neue Talente bekommen und sowas. Also es ist trotzdem anders. So meinte ich das. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir ins Prolog rein und schauen mal, was uns erwartet. Long ago, in the age of darkness, Kannst. the Okay, wartet mal, wartet land mal. of Eldar was ravaged by battles between the Alosan race above Okay. and the accursed nightmares below. Tut mir leid, ich glaube, ich kann keine Untertitel einschalten. Prey for the nightmares. Until the Alosa, in their wisdom, forged great crystals, infused with their blood, that could seal the nightmare breaches. With the nightmares contained, the Alosa taught us language, civility, and how to wield the dark crystals against a common threat. Together, we were able to rid the land of nightmares. Over the ages, humans thrived, conquering the lands of Eredar and beyond. The human king, Ezekiel, in his lust for power, sought to overthrow the Alosa and gain their blood powers for himself. In an act of unforgivable defiance,
The Eloza banished King Ezekiel to the realm of nightmares, the Vale. Our conflict with the Eloza spawned a bloody uprising that lasted generations. Eventually, the Elozan betrayers were eliminated from Eredar and the world entirely. In their place, the Order was founded, that we might continue to battle the nightmares and seal them in the Vale. Kings and queens come and go, empires rise and crumble, yet the Order remains. Ever a light in the darkness. Alles klar. Ich konnte die Zwischensequenz nicht mal abbrechen. Tut mir leid, das hat sich jetzt einfach zwanghaft reingepresst. Weil ich hätte jetzt gern abgebrochen und mal geschaut, ob ich in Option Untertitel oder sowas aktivieren kann. Aber ich kann es dann gleich nochmal grob zusammenfassen. Auch wenn ich den Anfang wegen Versuchen zu überspringen ein bisschen verpasst habe. Ach, jetzt haben wir's. It's Bishop Hector, brother Visargo. Mind your tongue. Such dusty tales remind us of the Order's purpose. You ought to respect humanity's history and your place in it. We know our purpose, Bishop. We serve the realm and its denizens. We serve, yes, but protection of the Dark Crystal sits above all else. Something we've neglected of late. All right. This looks the place. Reports indicated an incident occurred here, but we don't yet know the nature. Merrick and I will establish the situation, follow at a distance, and stay vigilant. The light protect you both. Okay, wir sind jetzt mit Edwin und Visario unterwegs, wie es aussieht. This town. Okay. It's been torn apart. What happened here? Bandits? Bandits don't raid a town and leave the loot behind. Edwins Profilbild hat sich aber ziemlich schnell geändert. For the light. Ja, jetzt ist es wieder so. The smell of char is heavy in the air. There's a hint of something else too. Decay. Then that would mean there's been a breach somewhere nearby. We need to find Hector and Merrick. Let's keep moving. Ja, ganz kurz hat sich mal Edwins Profilbild vom Überlebensmodus da eingeklinkt gehabt. Ah, wir haben tatsächlich die nächste Todesnacht ist übrigens in 4.294.667.295 Tagen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Todesnacht kommt. Das könnte vielleicht noch nächsten Stream passieren. Jetzt mal ganz kurz nochmal zur Anfangssequenz, für alle, die es nicht verstanden haben. Es gab quasi mehr oder minder eine Schöpferrasse, eine Art Götterrasse. Jetzt habe ich dir einen Namen vergessen, die ganze Zeit habe ich es im Hinterkopf gehalten. Es gab auf jeden Fall irgendeine so eine Art Schöpferrasse, die die Menschen beschützt hat und solche Kristalle erstellt hat, von denen aus die Menschheit wachsen und gedeihen konnte. Und alles lief wunderbar, bis ein ziemlich machtgieriger menschlicher König versucht hat, diese Kristalle zu eigen zu machen und seine Herren, diese Götterrasse zu stürzen, diese Schöpferrasse, wofür sie ihn dann, diesen König, verflucht haben und quasi in die mehr oder minder Unterwelt verbannt haben, in die Schattenseite quasi, von der aus ja quasi diese Monster hier reinkommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser König wahrscheinlich jetzt so der Anführer von diesen komischen Viechern ist, die jetzt immer wieder kommen. So meine Schlussfolgerung, auch wenn es da nicht so hieß. Und ja, dieser gesamte Spaß mit dem König hat dann auch einen ganzen Bürgerkrieg ausgelöst und hin und her. Und dann mit der Zeit ist diese Schöpferrasse verschwunden, hatte keinen Bock mehr. Und anstelle von denen ist dann der Orden getreten, der sich für die Menschen einsetzt. So ganz, ganz schnell und kurz zusammengefasst von der Story, wie ich es am Anfang mitbekommen habe. What do you require? Okay. Wir haben etwas Zeit. Genau, Hurin, wir haben ein kleines bisschen Zeit. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Kamerasteuerung, yay, verstanden. Was haben wir denn so Schönes? Aber so grundsätzlich, wie die Kampagne aufgebaut ist und mit den ganzen... Sowas hat man schon lange nicht mehr. Also das erinnert wirklich sehr an Warcraft 3.
die Zwischensequenzen, wie es losgeht. Und auch als ich den Trailer zur Kampagne gesehen habe, habe ich mich ein bisschen an Warcraft 3 erinnert gefühlt. Was keine schlechte Sache ist, weil wir hatten schon lange kein Spiel mehr in dieser Richtung. Und ich hätte es auch nicht von Age of Darkness gedacht, dass sowas kommt. Ich hätte wirklich mit einer Kampagne wie bei Way of Obedience gerechnet. Dass wir Survival-Spiele aneinander gereiht machen mit Techbaum. Da sind sie. Albträume. Schnitzel. Haben wir... Da haben wir wieder den falschen Edwin. Wir haben keinerlei Levelfortschritt aktuell. Leveln wir also zwischen den Missionen oder kommt das noch? Okay, aktuell kriegen wir das gut hin. Wie unterscheidet ihr eigentlich von den Werten? Okay, Edwin macht mehr Schaden und hat mehr Lebenspunkte. Ansonsten sind die sich relativ ähnlich. Ah, dafür hat... Warum hat Visago eine höhere Angriffsreichweite als Edwin, obwohl Edwin das längere Schwert besitzt? Komisch. Edwin ist hier ein wenig jünger. Jünger, genau. Hallöchen. Das Dorf brennt. Mit grünen Flammen. Damals war Edwin jung und schön, jetzt ist er nur noch unten. Genau. Was? Wunderbar. Zusatz vom Anfang. Die Götterrasse hat mit ihrem Blut die Kristalle als Gefängnisse für die Albträume geschaffen. Genau, genau. Ich glaube, das habe ich am Anfang nur so halb mitbekommen, weil ich so sehr beschäftigt war, die Zwischensequenz abzubrechen und irgendwie hat das nicht geklappt. Ja, genau, das war da noch. Genau, aus ihrem Blut haben die diese Kristalle geschaffen, die eben diese Schatten, diese Albträume die so festhält. Und der König wurde gleich zu denen mit reingeschickt. Okay, ui, können wir weiter rauszoomen? War es schon mal so weit? Ja, ganz ehrlich, das ist doch weiter, als wir in dem Survival rauszoomen konnten, oder? Das ist ja geil, das ist mal richtig hoher Zoom. Ich glaube, im Survival war es immer in etwa so, glaube ich. Jetzt geht's noch mal, nicht schlecht. Das Einzige, was dem Spiel noch fehlt, wie gesagt, also es erinnert ein bisschen an Warcraft, aber was dem Spiel noch fehlt, wäre ein Inventar. Grundsätzlich Einheiten, also noch Level. Und... sowas wie Nebenquests oder sowas. Aber gut, man soll jetzt nicht... Warcraft 3 hat eine der besten gestaltetsten Kampagnen, die es gibt im Strategiegenre. Von daher ist das ein sehr, sehr hoher Maßstab, in dem hier gemessen wird. Wir wollen ja auch nicht gemein sein. Time to go. Bishop, the town. It's been decimated. What did you find? Brothers, there must be a breach nearby. More nightmares are coming our way. Hold them off! Merrick, stay with your brothers and help clean up the last of the nightmares. I'll find the Dark Crystal and try to contain the breach. Bäh. Hilfe! Kräfte! Merrick hat die Fähigkeit, Feinde anzuspringen. Fügt ihnen dabei Schaden zu und betäubt sie. Wähle Merrick aus und klicke damit der Nebenmaus-Taste auf. Nee, ich benutze Quicksword. Quicksword müssen ein. Ah, da ist Merrick. Passive Fähigkeit, sobald Merrick genug Schaden erlitten hat, hat er Verbündete um ihn herum. Ui, der ist der ultimative Tank, das ist ja geil. Ich glaube, den gibt es jetzt mittlerweile, den Typen hier, den Merrick, den gibt es jetzt, glaube ich, auch für... Oh, der macht auch richtig hohen AOE. Und diese passiven, also diese Heilen und Unterstützen, das ist ja nice. Also ich glaube, der könnte im Survival richtig cool sein. Erdrücken das Gleichgewicht, Dreieck springt in die Luft, bevor er wieder auf den Boden kracht. Gucken wir uns mal an. Ui, wutz. Ich glaube, Merrick könnte im Survival echt gut sein. Dann wirklich so ein bisschen defensiveren Spielstil mit Tanky-Einheiten und dann noch die Heilung dazu. Das könnte gut werden. Ist hier irgendwas? Nee, okay. Ready to move. So, außerdem ist es noch der Prolog, vermutlich einige Jahre in der Vergangenheit. Wer weiß, ob da später in Kampagne noch Spielmechaniken dazukommen. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist auch ein Argument. Wir spielen ja den Prolog. Da muss es ja noch kein Level-System geben. Nennt sich Mechaniken. Wutz! Ich dachte schon, was ist eins von den Viechern, weil der Typ drauf gelandet ist. That sounds like Hector. Hurry. Hurry, erstmal erkunden. Tut mir leid.
Ich bin Rollenspieler. Stay on guard. Oh, hi, noch mehr Viecher. Und es ist Nacht. Stimmt. Aber der nächste Tag ist einfach... Ne, wir sind immer noch bei Tag 1. Ich glaube, wir haben die ganze Zeit Nacht. Wer kennt sich das kleine Indie-Studio Blizzard? Ja, deswegen meinte ich ja, es ist ziemlich unfair, das mit dem damaligen hochklassigen AAA-Spiel zu vergleichen. Obwohl die Entwickler heutzutage wirklich oft hinbekommen, AAA-Studios auszustechen, vor allem was Spielmechaniken angeht und Ideen. Gut. Ich muss sagen, bis jetzt, also Age of Darkness ist zwar von einem Indie-Studio, aber so auch vom Survival her und vom ganzen Spiel her, hat sich das schon ein bisschen höherwertig gespielt. Zumindest wie so ein Double-A-Titel quasi schon regelrecht. Gerade eben war noch Tag? Okay, dann ist, weil es gibt jetzt aktuell, die Zeit geht nicht voran, dann ist es wahrscheinlich geskriptet gewesen, dass es gewechselt hat. Optisch habe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied bemerkt, das war wahrscheinlich wirklich nur... Oh. Bishop, what's happened? Stand back from there! Dark visions I have seen. End times. The Lord of the Vale seeks to escape imprisonment below. This crystal is breaking apart. The old man looks weird to me. Something's off with him. If the Lord of the Vale escapes, there'll be no containing the nightmares. This cannot come to pass. We must repair this crystal. A voice. Oh, merciful light, it speaks to me. We must make sacrifice. The blood of a heretic. The dark crystal demands it. I have seen it. An Illosan is near. Only the death of an Illosan can purify this crystal. Merrick, heed my words. Go! Find the heretic! They are near. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Blood sacrifice? What's the old man on about, Edwin? I don't like this. He wasn't himself. Perhaps his mind is finally turned to mush. But if he's right about the Lord of the Vale, we can't take the chance. We must repair the crystal at any cost. Oh no. More nightmares. Fend them off with me. Okay, also. Da das Blutopfer zu machen, ich glaube nicht, dass das den Kristall. Wenn es ihn repariert, dann nicht so, wie wir es gerne hätten. Ich glaube, das geht richtig nach hinten los. Ich glaube, der Typ ist jetzt gerade besessen von der Macht da, jenseits des Schleiers da quasi, das ihm sagt: Jetzt bitte mach mal die Tür auf. Herzlichen Dank. Toll, ich habe meinen Emotional Heal Support verloren. Oh, Gesundheit. Boxen wir uns mal ein bisschen durch. Ein bisschen Fokus targeten hier. Ach, das sind noch zwei Speerträger. Ja, die können wir auch noch verwenden. Sehr gut. Okay, hat geklappt. Merrick, what say you? Bishop, it's as you foretold. I found an Illosan. Of course, they denied it. But no matter. Let's get moving. A station of our men are already there. You have done well this day, Brother Merrick. The crystal demands blood tribute, and Illosan blood it will have. Okay, das war ja mal relativ gut. Und da gibt's 5 geheime Sachen zu machen bei der Mission. Oh, ich habe alles geschafft. Ja, geil, okay, alles okay. Ja, gut. Ah, ja, gut. Nee, das waren einfach nur die 5 Quests, oder? Ja, das waren einfach nur die 5 Quests. Aber waren da irgendwelche geheimen Ziele noch mit drin? Es hieß ja irgendwelche 5 Ziele. Na gut. Merrick, why have we returned to my village? These are good people. You know why. Your lies have betrayed the order, brother. People of Dunstock! This town is found guilty of harboring an Illosan heretic. By command of the Order, you shall witness the price of this treason. Nadia?
Visaga. Please, I've done nothing wrong. This is madness. My wife is no Alosan. Surely this is a mistake. Listen to reason, Hector. Nadia Oriah, may your accursed Alosan blood be scourged in the light of the flame. Enough, Hector! I won't let you hurt her! Stop this! You forget yourselves! And you forget your oath, brother. All of you, repeat your oaths. Not for my glory! For the light! Not for my brother! For the light! Not for my brother! For the light! Edwin, speak your oath. Please! Edwin! She's innocent! For the light. Good. Light the pyre. No! Okay, das ist düsterer und morbider, als ich dachte. Cleanse this betrayer. Don't worry. You'll not hear her screams much longer. Now, to the matter of the infant. Edwin, I leave this to you. Alter, okay, das ist um einiges düsterer, als ich dachte. Aber das bringt jetzt nicht übers Herz, oder? Der versteckt das Kind wahrscheinlich. Oha, da ist echt Zeit vergangen. Come. We've much to discuss. Okay, das war jetzt ein ziemlich hoher Timeskip. Wahrscheinlich locker 20, 30 Jahre. Das ist ziemlich schnell ziemlich dark geworden. Ich meine, okay, es ist Age of Darkness und es geht hier um Schatten und sonst irgendwas, aber dass dieser zwischenmenschliche Konflikt dermaßen aus dem Ruder gerät, ist leicht krass. Ist es deswegen eine 10? Ja, die 5, das waren einfach nur die 5 Ziele. Alles klar. Olla, die Waldfee, aber jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken. Kann ich zurück? Könnte ich in den Optionen irgendwie für die, ich war deutsch. Ich glaube nicht, dass man sich Untertitel anzeigen lassen kann in den Zwischensequenzen. Ne? Das wäre ganz praktisch. Aber sieht mir nicht so aus. Schatten, Gamma, Kontrast. Mauszeiger im Fenster sperren. Fenstermodus. Ja, nee, sieht nicht so aus. Na gut. Ich hoffe, ihr versteht soweit. Ansonsten, ich meine, es war ziemlich ersichtlich, was da passiert ist. Also dementsprechend, die haben hier jemanden in dem Dorf gefunden von Visario. Visario ist er, ne? Visago, so rum. Im Dorf von Visago war jemand, der noch das Blut hatte, der ja von den anfangs erwähnten Schöpfern quasi in sich getragen hat. Und das war seine Freundin quasi. Oder seine Frau, was auch immer seine Beziehung zu ihr war. Oder seine Schwester. Ich glaube, man hat nicht genau gehört, was sie zu ihm war. Aber auf jeden Fall standen sie sich nahe. Und ja, die wurde jetzt dementsprechend geopfert. Er war dagegen. Ich dachte zuerst, da entsteht jetzt irgendein Plot, dass er sich vom Orden trennt und irgendwie eine eigene Resistance aufmacht, aber nö, um den Typ wurde sich gleich sofort gekümmert, an Ort und Stelle, und Edwin war jetzt gezwungen, sich zu entscheiden und hat sich für den Orden entschieden. Ich glaube, ansonsten wäre es auch sein Todesurteil gewesen, einfach nur. Und jetzt musste er sich am Ende auch noch ums neugeborene Kind kümmern. Ja, nein, okay, ich Idiot, hätte ich noch ein bisschen weiter gedacht, natürlich war es seine Frau. Dementsprechend seine Frau war, das geborene Kind hat natürlich auch, zwischen den beiden hat er natürlich auch wieder das Blut in sich und er musste das loswerden. Aber da man nicht gesehen hat, was passiert ist, würde ich mal stark davon ausgehen, dass Edwin es wahrscheinlich nicht übers Herz gebracht hat und es vielleicht versteckt hat oder sonst irgendwas. Ist meine Vermutung. Mal gucken, was die Story sagt am Ende. Steht auch, war seine Frau, ja. Ergibt auch irgendwo Sinn, ne? Eventuell in den Soundeinstellungen. Vielleicht später.
Alles klar. Mission 1 vom ersten Akt. Ich glaube, die ersten beiden Akte sind auf jeden Fall da. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder Akt vielleicht eine Fraktion darstellt. Akt 1 ist dann quasi mit den Orden. Akt 2 könnte dann wahrscheinlich mit diesen fernkampflastigen Fraktionen sein. Wie die nochmal hießen. Die Rebellion, glaube ich. Also, Akt 1. Für das Licht. Auf Befehl von Bischof Hector machen sich Sir Edwin Everard und seine ungestüme Knappin Aurelia auf dem Weg in Gebiete, die der Orden lange vernachlässigt hat, um die Dorfbewohner vor einer wachsenden Bedrohung zu schützen. Edwin, Aurelia und die Festung müssen überleben. Die Festung, wir haben eine Festung, jawohl. Okay. Hector thinks you need more experience in the field. And I agree. Follow my orders, and we'll get through this alive. Wow. This is exciting, Edwin. I've never been this far north before. I hope we've seen nightmares. This is a security job, Aurelia. We're on the lookout for criminals wearing the Iron Talon insignia. Oh. You mean like them? Leave us alone! We've nothing left to give you! Yeah? But I bet you've got plenty for us to take. Stop! By the authority of the Order, you must face justice. Aurelia, wait! Blasted girl's gonna get herself killed. Okay, ja gut, wir sind Level 2, wie es aussieht. 30, 40 Jahre vergangen, der hat's gerade mal zur Stufe 2 geschafft, der Arme. Aber gut, ich guck nochmal ganz kurz, ob es bei Soundeinstellungen... Ne, bei Soundeinstellungen ist bloß nur die Lautstärken drin. Baron von Berkertal, danke für deine 29-monatige Mitgliedschaft mittlerweile schon. Als Großherzog, heiliger Bimbam. Ich hab einen Tipp für Bannerlords. Innenrolle des Scouts machen. Der sehr schnell Level erhält. Ja, wäre auch eine Idee, da könnte ich den mitnüchsen. Aber das dann später, wenn ich nächste Woche weitermache. Ja gut. Und man merkt, ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich jetzt kein klassisches Let's Play gemacht habe, sondern dass ich dem Spiel noch Zeit gebe. Und man merkt immer wieder so Schnitzer, als am Anfang, dass sich das Porträt geändert hat. Jetzt hier und da ist Deutsch und Englisch gemischt worden. Das Spiel braucht auf jeden Fall noch Feinschliff. So, erleuchten. Edwin strahlt eine goldene Aura aus, die Vorteile durch Ermutigung für alle Verbündeten darin erhöht. Ah, okay. Dann die Flammenwaffe. Oh, wir sind Stufe 3 geworden. Nice. Jetzt haben wir die Flammenwaffe. Unser Großschwert entflammt sich für 20 Sekunden. Flammenträger. Schnitzel. Und mal weiter. Und Hallöchen, Mr. Rick 217. Mitglied seit 17 Monaten schon. Schöne Grüße aus Heidelberg an alle. Dann mal schöne Grüße zurück. So, Flammenschwert hebe ich mir noch auf, wenn mal viele Gegner kommen. Heretic. Also irgendwie ist es wie bei Warcraft. Das erste Level, Warcraft 3, das erste Level macht man schnell in einer Mission und dann bist du quasi am Level Cap und dann geht's richtig langsam, weil das Spiel nicht will, dass du schon auf Level 10 levelst, quasi in Mission 1. Never charge headlong into a confrontation. It isn't safe. Safe for who? The bandits? I'm not a helpless little girl, Edwin. We can't stand round waiting for our livelihoods to be stolen from us, Elizabeth. If the Order won't do something about it, I will. Your fighting days are behind you, Gregory. Think of our son. There's no sense in dying for shovels and pickaxes. Great. More bloody Order knights. I'll clean up your mess for you, shall I? Liz, fetch me my spear! Excuse me, our mess? Who do you think you're talking to? What is your quarrel with the Order? Since you Order folk ain't been keeping the bandits in check, they ruined our farm, tore down our walls, and stole our supplies. You want to be useful? Get our goods back. The Order doesn't run errands for peasants. It slays nightmares and punishes criminals. The Order serves the needs of the people, Aurelia. Sir, we'll return your goods and help you repair your village. Himmel. Die Aurelia und diese eine Dorfbewohner da, die machen gerade hier gerade Wettrennen, wer den besten Dickmove macht gerade.
Okay, wir haben eine Hauptbasis, aber wir können nicht sehr viel machen damit gerade. Aber wir bekommen zumindest 200 Goldticks. Nächste Todesnacht braucht wieder 4 Milliarden Tage, alles okay. Normalerweise, wenn ich sowas sage, ist es einfach immer eine Übertreibung, aber es ist wirklich literally so viel. Edwin hat in den Jahrzehnten von seiner Standardeinheit ohne Level zu einem vollwertigen Helden geschafft. Ist doch auch was. Das stimmt auch wieder. Das modrige Skelett in Moria im Herr der Ringe-Film hätte irgendwann auch in Pippin ohne Pippin runterfallen können. Wäre dann 1000 Goblins und ein Balrog für nichts auf Kriegspfad gegangen. Das stelle ich mir irgendwie lustig vor. Das stimmt eigentlich. Es hätte einfach so runterfallen können, ne? Und dann kommen auch plötzlich alle. Hol die Rohstoffe. Ich denke mal, die Basis darf ich übernehmen, sobald ich die Rohstoffe zurückgeholt habe. Dann holen wir mal die Rohstoffe. Dann dürfen wir die Basis übernehmen. Klingt gut. Schon lustig, wenn man es am Anfang erstmal... Es geht noch gar nicht um gegen diese Viecher. Es geht jetzt wirklich erstmal gegen andere Menschen. Banditen. Point me towards the fun. Also, sie hieß Squire, also sie ist eine Knappin. Da hatte ich eher gedacht, dass es auch eine Schwertkämpferin ist, aber die ist tatsächlich Magier. Umarmung des Lichts. Oh, ist das eine Heilung? Obwohl, sie ist Magier, aber haut mir einen Stab im Nahkampf zu. Also, ist wahrscheinlich doch... keine Ahnung. Bis zu 4 Verbündete für 10 Sekunden in der regenerativen Aura, um Gesundheit wiederherzustellen. Ah, interessant. Nahkampfansturm. Nahkampfeinheiten, Tempo-Schub. Okay. Gegner! I stand prepared. Oh ja. Flammenschwert. Wutz. The light burns strong. For the light. Wunderbar. Dann mal nix wie weiter. Guten Tag. Ja, die brennt mit ihrem Stab auch immer Leute an. Das ist ganz praktisch. Burn, burn. Die, die. Okay, erste Vorräte. Lots of gold in here, Edwin. That looks like all of it. We should return to the village center. Was, wenn ich noch weiter gucke? Sind das zwei? Ja, ich glaube, es sind zwei verschiedene Wege, die ich gehen könnte. Alles klar. So. Manchmal bräuchte ich auch eine Umarmung des Lichts. Einfach mal so eine Glühbirne umarmen, ne? Das geht auch. Genau jetzt, wo ich sage, schreib zu, Rin. Umarm doch eine Glühbirne. Okay, geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Look out! It's an ambush. Oh nein. Anyway. The light burns strong. Where are we heading? Okay. With purpose. Find our stolen goods, did you? How about you put them to good use? Show us your word means something and rebuild our farm. Oh God. Why do these Norfolk peasants show us such disrespect? The Order is here to help. That may be so, but the Order have to atone for our mistakes, in their eyes as mine. Oh good. We'll need a good source of lumber if we're to keep up with repairs. Dann holen wir mal ein bisschen Lumber. Wir wissen ja, wie das Spiel funktioniert. Holzfällerhütte, da gibt's richtig viel. 24 lecker Schmecker Holzer. Ich glaube, das schmeckt sehr gut. Und, ey! Wollte schon sagen, ey, baut mal. Was soll denn das? For all of Aradar. Bekommen wir jetzt endlich Panzer. Immer mit der Ruhe. So, baut ein Holzfällerlager. Aurelia schon. Deswegen meine ich ja, Nachbarn. Also Aurelia und dieser Bauer, die geben sich wirklich gerade so einen richtigen Wettbewerb drin, wer das größere Arschgesicht ist. Aurelia ist übertrieben hochnäsig quasi. Und dieser Bauer ist. Ja gut, okay, er hat vielleicht seine Gründe, aber trotzdem kann man ein bisschen netter sein, wenn man darum fragt, dass man das verlorene Dorf rettet.
Da tut ja niemandem Gefallen, wenn das mit so einem Dickmove ums Eck kommt. Dann jemand, der vielleicht helfen wollte, sagt dann einfach, ja gut, dann mach deinen Scheiß alleine und geht einfach wieder. Bringt ja niemanden weiter. Egal, was passiert ist. Du Bauer. Genau, Hurin ist bestimmt die Tochter von der Ratte oder sowas. Eher sehr vom Orden überzeugt. Ja, so kann man es auch sehen. Gut, wenn Holt Lamba. Also, welcher Bauer heißt Lamba? So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Holzer und dann können wir reparieren. Ja, komm. Warum darf ich das letzte Gebäude nicht reparieren? Ich meine, das habe ich ja auch. Lausche dem Dorfbewohner. Ah, okay. Please, Knight, my husband. He took off to fight back against the town. Oh nein, ich hoffe, ihm passiert nichts. Please, you need to help him. We'll find him. Hopefully he's still in one piece. Ach, hoffentlich. Weißt du, kommst du so zurück mit seiner Leiche? First they ask us to run errands and now they wander off to get themselves killed. This is an opportunity to restore some faith in the order. Let's not squander it. Faith doesn't win battles. Ja, oh, stell dir vor, wir kommen einfach mit seiner Leiche zurück. Dann so, tut mir leid, wir kamen zu spät. Die Monster haben ihn leider schon erwischt, oder die Banditen. Mit diesen großschwertgroßen Einstichen im Rücken, die zufällig genauso aussehen wie von meinem verursacht. Ja, wunderbar. Dann suchen wir mal die Stellen ab, ob der hier irgendwo ist. Oh, da. Okay, die kämpfen alle gegenseitig. Oh, da kommen noch mehr. Let's get the rest of these Talon bastards together. Geht mal ein bisschen zurück und lasst euch ein bisschen heilen, genau. Lass mal einen Regenerativ-Effekt ein bisschen reinticken. Jetzt haben wir mal ein bisschen ein paar Truppen hier. Läuft. Der hat jetzt von selbst geheilt, kann das sein? So, Dorfverteidigung geholfen. Wunderbar. Hier darf ich nicht durch, oder? Ach, macht mir einfach die Tür auf. Ja gut, okay, es ist in Ordnung. Sicherlich. Alles klar. Scharnetzel. Auch nur gesehen, wie normale Truppen gegeneinander kämpfen im Spiel. Eigentlich war es ja immer nur gegen Monster. Macht ihr mit bei mir? Ich mache einen neuen Fanclub auf. Ne? Hallo? Achso, oh, da sind ja noch welche. Oh, da ist ein Lagerhaus. Aufhören. Nicht kaputt machen. Danke. Ich glaube, wir könnten von hier arbeiten. Help me avenge my son, seeing as it's the Order's fault he's gone. Let's go! Okay. Ah ja, stimmt. Befreie die Miliz. Da hinten, oder? Müsste das sein. Get on with it. Repairs won't do no good if those bastards can come back anytime they like. Ja, das mache ich aber später. Ich möchte jetzt mal darüber. Ja, hier jetzt genau. Dann das wieder herstellen. Jetzt habe ich leider. Kann ich neue Häuser bauen? Nee, kann ich nicht. Egal. Herzlichen Dank. So, mal schauen, das ist ja ewig viel, was jetzt im Chat nachgeholt wäre, ne? Besitz des einen Rings, Sauron 1850 Jahre, Isildur 2 Jahre, der Fluss 2520 Jahre. Dergol etwa 5 Minuten, Gollum 478 Jahre, Bilbo 60, Frodo 17 Jahre. Der Fluss war der Herr der Ringe. Alles klar.
Stimmt, Benjamin, das könnte sein. Das ist eine ganz gute Theorie, dass Aurelia die Tochter ist. Also hier, das, die Tochter von dem Typen, der getötet wurde vom Orden. Dass der, dass die das Kind ist, was aufgewachsen ist. Könnte vom Timeskipping kommen. Die ist jetzt vielleicht so um die 20 Jahre alt oder so. Die ist in den frühen 20ern, würde ich mal schätzen. Und dementsprechend auch so 20 Jahre könnten es sein, der Timeskip. Das könnte tatsächlich sein, dass es am Ende rauskommt oder so. Gar keine schlechte Theorie. Immerhin ist Aurelia schneller als Legolas Nicholas. Ja, der Typ, das war einfach... Den wird man in der Story bestimmt noch finden. Der darf gerne stationären Geschützturm spielen. Solange wir nicht irgendwo hinlaufen müssen, mit dem ist alles gut. Da. Wir haben die Banditen besiegt. Boah, ist meine Belohnung. Und im Hintergrund werfen sie weiter Fackeln auf die Häuser. War halt gerade echt so, ne? You're free. Now fight with us. Okay, haben wir. Jetzt reparieren wir mal das Tor. Na klar finden wir den, ist ja nicht so, als ob er weglaufen könnte. Gut, das ist gut. Die macht die Fähigkeit automatisch, ne? Interessant, dass man Fähigkeiten automatisieren kann im Spiel. Aber ich meine, so ein allgemeiner Heilzauber, AOE, ist eigentlich immer praktisch, dass der automatisch gewirkt wird. So, dann reparieren wir mal das Tor. Bauen, Tor. Okay. Wenn ihr meint. Das Tor wird sie bestimmt aufhalten. So, baue Türme, um deine Gebäude zu schützen. Ah, jetzt haben wir doch das Interessante. Warum ist der Turm so eins nach hinten versetzt? Ist es nicht besser, ihn hier ranzusetzen? Naja, ich mach's mal da, wo das Tutorial mir sagt nachher. Sonst ist das Spiel wieder sauer. Ich kann dir deinen Bogenschützen reintun. Einen pro Turm sollte reichen. Bogenschützen sehen auch ein kleines bisschen anders aus als damals, kann das sein? Oder kommt es mir nur so vor? Vielleicht kommt es mir nur so vor. Weil ich bin es, glaube ich, nicht gewohnt, die blaue Farbe zu spielen. Okay, baut mal fertig. Wir haben nicht einen ganzen Tag Zeit. In 4 Milliarden Tagen kommt die Todesnacht. Wir müssen vorbereitet sein. Okay. Tötet die Eindringlinge der... Thank the gods you're safe. The Talon are back. Please, knights, help us defend our village. Okay, die kommen jetzt eh. Time for you worthless order knights to show us what you're capable of for once. You call us worthless, and yet we just saved you. You'd be dead without us. Dead. D-E-A-D. Back from the grave, girl. No? Then how about you put up your fists and fight for our town instead? Stimmt, bevor ich... You wanted action, Aurelia. Now's your moment. Ready your weapon. Ich mache jetzt einfach so ein 1-Ul-Gaun. Wedel einmal kurz mit dem Finger und der Sohn steht wieder da, ne? Hättest doch einfach nur nicht fragen sollen. Da ist er wieder. Okay, machen wir mal hier weg. I'm ready for anything. So, die werden hier abgeknallt vom Turm. Hoffen wir mal, dass es noch hält.
Oh, da kommen ja noch mehr. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ich baue mal ein neues Tor, ja. Hey, hey! Oh. Now that you're safe and sound, how about a little gratitude? Should we be thanking you for letting the bandits overrun the north? Or mayhap for neglecting the crystal so long that now we're constantly under threat from nightmares? Well, those bandits aren't going to be doing much of anything anymore, seeing as they're all worm food now. Taking a life is no trivial matter, Aurelia. Still, the Iron Talon must be stationed somewhere. Let's leave these people be. See if we can track them down. Ja gut, okay. Ich glaube, den Turm brauchen die nicht mehr. So ein Death Knight wäre bestimmt sehr hilfreich. Ja, das stimmt. Yay, gut, okay. Es ist auch schwierig, nicht alle Ziele zu... Außer, gut, okay, außer ein optionales Ziel gab es. Aber ja. Aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass es schwierig ist, jetzt nicht alle Ziele zu erfüllen. Für ein Complete Run oder so. Schwierigkeitsgrad konnte man bis jetzt auch nicht einstellen, kann das sein? Bin mal gespannt, ob das noch kommt. Dann würde ich nämlich sagen, nehmen wir einen vor dem schwersten Schwierigkeitsgrad, wenn wir auswählen dürften. Oh, kann sein, dass wir jetzt schon auf die Rebellion treffen? Aber ja, ich würde mir den höchsten Schwierigkeitsgrad aufsparen, dann vielleicht fürs Let's Play oder so. Außer es ist wie bei Bay of Billions mit 800%, dann sage ich lieber nein. Auf was beziehst du dich bezüglich 1? Die Szene bei den Echsenmenschen damals oder doch im Holy Kingdom? Beide würden eigentlich passen, oder? Ich muss auch allgemein an die Szene denken, wo er ja ganz am Anfang beim Dorf Karne da vor dem beim Friedhof stand und überlegt hat, ob er die wiederbeleben sollte, aber das ist keine nicht die allerbeste Idee ist. ja. Akt 1 Mission 2. Die eiserne Kra... Nee, das war wieder ein Anzeigefehler. Ich habe mich schon gewundert, weil wir jetzt die Rebellionstypen da gesehen haben. Griff der Kraller. Die eiserne Kralle hat sich in der Abwesenheit des Ordens ausgebreitet. Um den Glauben und die Gunst des einfachen Volkes zu gewinnen, müssen Edwin und Aurelia die Ausbildungsstätten der eisernen Kralle zerstören. Alle müssen überleben. Alles klar, ab geht's. Ready yourself, Aurelia. We've arrived at the keep. Come on out. We promise we won't hurt ya. Oh, piss off, you twats! Ja, natürlich. Siehst jemand mit einem fetten Zweihänder und jedes einfach mal drauf los. Kein Versuch mal zu verhandeln oder zu fragen oder sonst irgendwas. I and Talon have turned the ruins near here into some sort of training camp. We'll lend you a hand, so long as you drive them from our lands. Okay. If what they say is true, we'll need to train new recruits. Let's set up a base and construct a lumberyard, dwellings, and food huts. There. The light burns. Okay, darf ich jetzt mal ein bisschen freier spielen, ja? Yay, das sieht doch gut aus. Okay, womit starten wir? Wir starten mal mit dem Holzfäller. Oh, 25 Nomidinom. Dann machen wir auch mal ein bisschen Nahrung. Zack. Und Häuser. Häuser. Wisst ihr was? Die können wir mal so ranknallen. I serve. Jetzt sind wir auf so ein Surfbrett einfach. As you wish. I smurf. Erstmal alle Low-Idos wegklatschen. So. Ach, okay, steht sogar da, was ich bauen soll. Okay, ich hab instinktiv das Richtige gebaut, ohne aufs Ziel zu gucken. Next, let's build a training hall, so we recruit some soldiers. Yay. Agreed. Our problem is a lack of stone, however. Aww. We have some spare stone. Take it for your training hall. Don't let it go to waste.
Thank you. You've done us a good deed today. Da kennst du mich aber schlecht. Ich platziere das Ding jetzt und sag, oh, das sieht aber kacke aus an der Stelle und dann gleich wieder abreißen. Kommt mein Stronghold Fable wieder raus, lässt zur Symmetrie. Hallo, darf ich haben, bitte? Dankeschön. Langerbeinsturm. Oh, das ist auch noch passiv. Die ist ganz praktisch zu haben, die macht alles automatisch. So, ich brauche den Stein gar nicht. Ich habe jetzt meinen eigenen Stein geholt. Okay, Ausbildung. Knallen wir mal hierher direkt ran. Where are we heading? Cool, haben wir schon mal gleich was erkundet. Das ist doch gut. Wir können eigentlich noch weitere Wohnstätten machen. Sprich nichts dagegen. Genauso wie gegen weitere Nahrung. Once this is constructed, we'll be able to start recruiting soldiers. But with a consistent source of stone. We'd be able to train archers as well. We used to acquire our stone from a quarry a little south of town. When the Talons came, they pushed us out and claimed it for themselves. Then we'll take it back, so we can start training our own archers. Dark. Okay. Noch eine Wohnstelle, bitte. Und dann können wir uns auch bald eigene Soldaten machen. Let's get a small company of soldiers together and head for the Iron Talon camps. One of our scouts saw an outpost not far from here. Wollen wir noch einen weiteren Holzfäller machen? Warum eigentlich nicht, ne? Ready for action. Da brauche ich aber 300 Gold. Weitere Nahrung kriege ich hier eh nicht so richtig raus. Höchstens hier hinten. Da können wir mal noch was machen. Dann nutze ich den Platz hier, um noch ein bisschen so Zeug zu kriegen. Okay, die Steinader ist optional. Dann machen wir mal die Steinader. Aber ja, aktuell ist es immer noch effektiv ein Tutorial. Also gut, deswegen ist es ja auch quasi noch der Prolog. Nee, der Prolog ist ja schon hinter uns. Als... Es könnte natürlich sein, dass die Hälfte des gesamten Order-Kampagne eine Tutorial-Kampagne ist. Werden wir wohl sehen. Wood, wood. I stand prepared. Prepared. Point me towards the fun. Haken wir uns mal weiter vor und holen uns den Steinbruch. Look, Aurelia. Another path. Now we can flank their encampment. Ja, das. Ich wollte aber eigentlich zum Steinbruch. Entschuldigung, ich habe mich verlaufen. Ich suche den Steinbruch. Das sieht gut aus. Und eine der Banditen sitzt hier einsam im Wald und spielt eine übelst große Violine einfach hier. Eine Geige. Mann, Holzer. What? Oh, die haben einen Turm. Oh, das passiert nicht alles. Das ist neu für Age of Darkness. Normalerweise hat man immer nur die Monster und die Riffkristalle bekämpft. Jetzt mal selbst Gebäude kaputt zu machen, ist was Neues. Sowas wie den Turm. Zack, dankeschön. Dann hätte ich nämlich gerne mal hier jetzt... Oh Gott, 6 Steine, wie putzig. Keine Sorge, irgendwann wirst du auch mal nützlich für die Gesellschaft sein, ganz sicher. So, Holzer.
Gemein. Ich habe jetzt zwar Holz, aber dann kommt mir nicht mehr durch. Aber gut, da einmal so außen rumlaufen zu können, ist ja eigentlich auch ausreichend, ne? Andererseits, ich habe genug Holz. Perfect. Let's take advantage of this stone. We've got the jump on him. Go. They're nothing. Ready. So, jetzt habe ich mal selbst geheilt. Wir brauchen mehr Steine. Genau. For the light. Ich hätte gern einen Mod, der alle Einheiten mit Stimme aus Schlacht im Mittelalter ersetzt, wenn es Katapult machst. Wir brauchen mehr Steine. Speak. Die Sperrträger-Einheiten, die du hast, einfach wenn du anklickst. Waffen! From the ashes. Einfach die ganzen Haradrim-Sprüche plötzlich. I step towards the abyss. Nur leider, Arbeiter kann man nicht anklicken, sonst würden diese Arbeitersprüche auch passen, ey. Ihr wird nicht gefaulenzt. Arbeiter an die Arbeit. What? Macht, was euch befohlen wird. Ich weiß nicht, wieso. Das ist halt unglaublich. Schlacht im Mittelalter hat solche ikonischen Einheitensprüche immer wieder. Das ist bis heute irgendwie herausstechend, finde ich. Point me towards the fun. Where are we heading? So, mal mehr Bogenschützen bitte. Ich glaube, für die Melee-Frontline haben wir jetzt genug. For all of Eredar. Angriff! Flammenschwert! Bitte, das ist ein Flammenschwert. It Schwert with Flammen. I'm ready for anything. The light burns strong. So. Wir müssen alle kämpfen. Das ist einer von diesen gezüchteten Irren. Yes. Ja, die ganzen Kommentare zu den Berserkern sind auch immer wieder super. Hey, sie hat geheilt. Super. So, ich mach das Tor von der anderen Seite auf. Ja, hast halt nicht mit dem Feudal rasch gerechnet, was? Lieber Gegner. Where are we heading? Die Iren, ganz klar die Iren. Das ist einer von diesen gezüchteten Iren. Wissen wir alle, Iren gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Knapp. Puh. Schwein gehabt. For the light. Oh, ich habe nicht mehr genug Steine, aber ich kann ja die Steine von hier nehmen. Guck mal an. Point me towards the fun. Kann man eigentlich Spielgeschwindigkeit erhöhen? Nicht wirklich, ne? Mit Plus und Minus bleiben die irgendwie lustigerweise stehen. Naja, okay. Kann man eigentlich speichern in der Mission? Kann man. Yay. Nur für den Fall. Weil hier und da so ein ganz kleiner Ruckler war, dann gehe ich mir mal für den Fall, dass das abschmiert. Das Spiel braucht noch Günther und Hühnerfutter. Das wahrscheinlich auch, ja. Jedes Spiel braucht Günther und Hühnerfutter. Selbst Stronghold hat nicht genug Günther und Hühnerfutter. We need to take down that training hall. What is it? Heilung. What do you want? Also ganz ehrlich, die Kampagne hier schreit auch förmlich nach einer No-Dead-Challenge. Ich meine, es gibt doch so einige, so ein YouTuber, der immer wieder bei allen möglichen Spielen diese No-Dead-Challenge macht, dass kein einziger stirbt. Das ist auch so ein Spiel, das schreit doch für mich danach. Aber denkt nicht, dass ich das mache. Ich meine, ich achte aktuell drauf, dass niemand stirbt, aber das ist ein bisschen
hart, wenn man darauf jetzt aktiv so akribisch achtet. So. Mehr Bogenschützen, bitte. Oh, wow! Look what I found! What are these? Alderaan trinkets. Quite valuable. But why are they out here? They're beautiful. Surely they won't miss one or two. Absolutely not. We'll bring them back to the keep and distribute them amongst the villagers as recompense. Come on, you lot! Put your back into it! More rubble. This won't take us long. Ja, natürlich. So ein fetter Felsen vor allem und du machst ihn mit der Spitzhacke weg. Das wird überhaupt nicht lange kosten. Nö, nö, ist in Ordnung. Bis Zeit bis zurück verschwinden. 5 Minuten. Oh Gott, das ist ja easy peasy. What's next? Wir haben sogar ein Leuchtfeuer gemacht. Und da oben sind die Rubbles, ne? Let's get ready to rubble. Der Gegner kommt dann von da, was? Kann ich eine Verteidigung vorbereiten? Kann ich. Ja, Mensch, guck mal einer an. Archer ready. Yeah. Ready for action. Oh, da hinten sind Leute gefangen. Nein, 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 nein. Und erster Tod. Siste, seht ihr? Hat nicht lang gehalten. Edwin, these ruins. They're a Losan. But why would the Iron Talon set up camp here specifically? Ready. Wow. Nein. Ah, verdammt. Oh, das tut schon ein bisschen weh, muss ich gestehen. Okay, ich warte mal ein bisschen, bis ich mehr Truppen habe. Ich hab so das Gefühl, das soll ich noch nicht sein. Der Angriff ist eh optional irgendwie. Gegen die Gegner, wenn ich ihnen sage, die sollten gar nicht hier sein, das ist optional, dass die hier sein. Bitte kommt man anders wieder, danke. Schnetzel. Ist da unten noch irgendwo? Ich sehe da doch noch was Feindliches. Where to? So. Gehen wir mal kurz zurück und wehren den Angriff ab. Gehen wir auf Nummer sicher, dass da kein Schaden angerichtet wird. Es gibt so Wahnsinnige, die spielen 2 Elden Ring Chars parallel. Einen mit Controller und einen mit Tanzmatte. Alles klar. Sicherlich. Klingt nach einem ausgezeichneten Plan. Ich könnte ja trotzdem mal schauen, dass ich mich weiter ausbaue. Da gibt es keine Nahrung. Schade. Es gibt nicht so viele Plätze, wo ich jetzt gescheit Nahrung herbekommen könnte, ne? Ein paar Knabberpfahle noch davor. Where are we heading? What is it? Our defenses are under attack. Ey, die greifen mich einfach ran. Von der Richtung solltet ihr doch gar nicht kommen. Was soll denn das werden? Nehme ich auch 5 Nahrung von mir aus. Und hier 8, dann passt das. Die bitte, ey! Jetzt reicht's aber! Jetzt reicht's! Stopp! Stopp! Hallo? Könnt ihr bitte wieder gehen? The keep is under attack. What?
Weißt du, sagt ja, hier die eiserne Kralle greift an, wenn die Trümmer verschwunden sind. Plötzlich hier übelster Angriff einfach. Das war ein emotionaler Angriff unter anderem. Ich muss da mal in die Richtung einfach absichern. Klingt nach einem Plan, nicht wahr? Wisst ihr was, das machen wir einfach mal. Doppeltor aus. So, dann kommt jetzt gleich der Angriff. Dann gibt es da noch mehr Stein. Wie heißt E.T. mit Nachnamen? Petete. Also E.T. Petete. Ja, alles klar. The way is clear. Now to burn that keep to the ground. Hallöchen, Hungry Falcon. God's help us! The Iron Talon are back! Nein. Melodramatische Geräusche. Ich schnetze mich mal zurück, ja. Ich mach die einfach tot. In Ordnung. Kann natürlich sein, dass das optionale Ziel war, die Mission zu schaffen, bevor die angreifen. Das hatte ich dann natürlich verkackt. Natürlich kommen die wieder. Mann. Ich muss jetzt erstmal wirklich die Verteidigung ausbauen. Na, da kommen jetzt auch weiterhin. Ist gut, dass ich die Türme jetzt besetzt habe. Aber die halten aber auch wirklich was aus hier. Ganz anders als diese Viecher. What now? Oh, das wird sich verteidigen können hier. I'm ready. Toll, danke fürs kaputte Tor aus. Das bezahlt ihr. Ich glaube, der Weg führt auch nur hier zu dem Lager. Macht keinen Unterschied, welchen ich nehme. Gut, dann würde ich mich mal auch weiter jetzt ausbreiten, ne? Ausbreiten. Ready. So, zwei Türme hier rüber. Was kommt dann den Weg lang? Da baue ich mich hier weiter vor. Unter anderem, weil ich hier jetzt dann auch ach, guck mal an. 7 Nahrung. Nehmen wir mal mit. Got something for me. Da kommen sie wieder, die Schlingel. Point me towards the fun. Guten Abend, Nido. Was macht bitte direkt die Skaven in Toto, wenn man 3 jetzt streamt parallel zu den Chaos-Zwergen? Boah, so schnell. Nee, die Skaven, die rennen ja nicht weg. Gut, okay, Skaven rennen für gewöhnlich sehr oft und schnell weg und gerne weg, aber jetzt, ich werde sie trotzdem let's playen, sagen wir es mal so. Also, das wird schon noch kommen. Ich habe jetzt aktuell schon genug Projekte gleichzeitig. Und für Streams sind ja auch noch andere Sachen geplant. So, ich bräuchte mal, bitte. Ein paar Häuser. Am besten irgendwo, wo sie nicht im Weg stehen. Ist im Moment, wenn du wegen einem Tippfehler in Warhammer von Spartacus angegriffen wirst. Und im Rom Total War vom Clan Skrye. Alles klar.
Ist gut, wenn du mehr Warhammer machst. Also, sagen wir es mal so, ursprünglich wollte ich jetzt bei 2 Folgen Total War Warhammer bleiben mit den Chaoszwergen, jetzt habe ich es doch wieder auf 3 erhöht. Jetzt habe ich dann heute doch noch mal eine spontane Aufnahme gemacht vorm Stream. Yes. Und dann gibt es jetzt doch noch einmal am Samstag eine extra Folge. Also, ja, es bleibt jetzt bei 3 Tagen erstmal Warhammer, solange bis wir mit den Chaoszwergen durch sind. Dann gibt es wahrscheinlich vielleicht mal eine kurze Pause zwischendrin und dann wahrscheinlich Skaven, nehme ich mal an. Außer bis dann kommt der nächste DLC mit nochmal neuen Fraktionen oder so. Aber ich glaube, so schnell kommt da nichts Neues. Oh, der Typ hat einen kleinen Anfall. Brrrr. So. Stoßen wir mal ein bisschen vor. So, gehen wir mal ein bisschen weiter vor. Könnt ihr bestimmt noch ein paar Sachen bauen immer wieder. Genug Nahrung hätte ich jetzt da. Jetzt können wir mal mehr Häuser machen, um mehr für mehr Eier hier Wohnplatz zu sorgen. Und vor allem für mehr Geldeinkommen. Jedes Haus bringt mir wie viel? 6 Geld. Ist in Ordnung. Yes. Yes, yes. Light the way. So, das hier ist schwer befestigt. Unschön. Aber da müssen wir durch. Guten Tag. Schönes Tor haben Sie da. Hack, hack. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. Auch dieser Torbogen hat was. Heute können wir nicht aufwerten, ne? Aber was mir im Spiel tatsächlich noch fehlt, ist wirklich so eine Art kleiner Tech-Tree. So ähnlich wie Svea Begins hatte. Irgendwas, womit man sich spezialisiert auf irgendwas. Das wäre schon ganz cool. Ich vermisse so eine Art Tech-Tree. Oder irgend so ein Progressionssystem. I stand prepared. Aber dafür hat das Spiel auf jeden Fall eine bessere Inszenierung als Svea Begins. Muss ich ja wirklich sagen, jetzt mit der neuen Kampagne. Ah, da ist dieses Trainingscenter, wovon sie gesprochen haben. So, hack mal hier mal weg. Das ist ein neuer Angriffstrupp, soweit ich das sehe. So, haben wir mal eine neue Verstärkung ran. Okay, sehr schön. Heilung kommt wieder durch. Machen wir mal weiter. Vorsicht, dass der zweite Turm nicht auf uns schießt. Was dem Spiel noch ein bisschen fehlt, ist Musik. Es gab ja hier und da einfach immer wieder diese Musik, so atmosphärische Musik. Für das Survival, aber jetzt irgendwie so eine musikalische Untermalung, irgendwas in der Richtung, wäre schon ganz cool, musikalische Untermalung wäre schon ganz cool für jetzt so grundsätzlich einfach, wenn irgendwas passiert. Komm zurück. Das kann sein, dass ich jetzt ein paar Verluste mache hier. Mach den Turm mal weg. Vorsicht. Ah, jetzt hat sich gleich sofort gemacht. Na gut, okay. Für einen Bogenschützen hat es gereicht noch. Hier passt es soweit noch. Oh nein, meine Einheiten wurden abgefangen auf dem Weg. Da kamen echt noch Angriffstruppen durch. Wie gemein ist das denn? For the light. Ich glaube, ich muss die Kasernen kaputt machen, ne? Ready for action. So. Cool.
Mehr Great War. Great War mache ich zumindest 3 Folgen die Woche und dabei bleibt's. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich zu schnell raschen würde, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon fertig, weil ich glaube, ich nähere mich sowieso schon langsam dem Ende der Kampagne. Ich meine, klar, ich mache dann noch die historischen Schlachten und vielleicht dann noch meinen zweiten Durchlauf mit 1917-Modus, dass wir gleich mehr vom Tech-Tree haben. Aber Great War ist relativ schnell vorbei, glaube ich, wenn ich das jetzt pushen würde. Von daher ist es ganz gut, dass ich ja immer noch was zu spielen habe und es nur in Anführungszeichen 3 Folgen die Woche sind. Dass die Gebäude in blau-grüne Flammen verschwinden, obwohl es noch gar kein Nachbar sind. Ja, das ist bestimmt auch noch ein Platzhalter. Ich glaube, die Kampagne ist halt wirklich... Klar, ist die jetzt grundsätzlich da mit den 2 Akten, aber ich glaube, die wird bestimmt nochmal überarbeitet und verfeinert im Laufe der Zeit. Grund mehr, das irgendwann nochmal zu Let's Playen, wenn alles fertig ist. Dann ist es jetzt mehr oder minder ein Spieletest. Oh Mann, es wird auf mich zu belästigen. Ready for action. I go. Ich kann ja eh keine... Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, großartig hier zu erkunden. Es gibt eh keine Items, die man finden kann oder sowas. Von daher mache ich jetzt einfach mal die Ausbildungslage restlich kaputt. Hast mich schon verstanden? Point me towards the fun. Ready for action. Onward. So, hakt euch mal durch, bitte. Archer ready. Hast du es auch, dass seit dem Update in Total War die Kampagne ab dem Midgame übelst anfängt zu laggen? Speichern und Neuladen hilft zwar, aber das kommt dann irgendwann. Bis jetzt hatte ich es noch nicht, aber ich habe jetzt auch noch nicht so weit gespielt gehabt jetzt mit neuen Fraktionen. Ich meine, ich habe jetzt noch eine zusätzliche Chaos Dwarf Kampagne gestartet, einfach um mir die Fraktion ein bisschen genauer anzugucken. Aber da bin ich auch noch nicht weit. Nicht weiter als in meinem Let's Play. Solange es keine missionsübergreifende Progression gibt, sind auch optionale Ziele eher irrelevant. Ja, wahrscheinlich eher gerade für Achievement. Kann ja sein, dass missionsübergreifende Sachen noch kommen in die Kampagne. Aber ich meine, die Level nimmt man zumindest mit. Nicely done, Aurelia. Now let's head back. Erstmal noch was schnitzeln auf dem Weg. Ey, ich will noch gerade noch am Schnitzeln. Edwin, who are they? Alderan soldiers. Well met. You missed the day's action, however. No matter. Seems you have things well at hand. That's quite a whole night. The king will be most pleased. I and Talon have been busy. We were just about to divide it up amongst the villagers. No need, sir. We can take it from here. Ja, natürlich. Of course. And will there be any left for the people once you've claimed the king's share? And who are you to inject yourself into Alderan affairs, knight? Maybe you should be helping your besieged brother. Instead of making baseless insinuations. Besieged brother, explain. The fat knight of yours? He really pissed someone off, and now the Talon's sending every last member they've got his way. Oh no, Merrick. Come on, Aurelia. We must hurry before he gets himself killed. Also, sag mal so, wenn du schon hergehst und mit so einem typischen Aristokratenakzent, mit so einem überheblichen, so sprichst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass dir keiner vertraut, dass du irgendwelche Sachen vorhast. Okay, dann auch diese Mission geschafft. Jetzt müssen wir Merrick helfen gehen. Wir haben noch auf jeden Fall heute ein bisschen Zeit. Mal gucken, ob wir den ersten Akt sogar schaffen. Ich habe alles geschafft, ne? Yay! Wohin geht's jetzt? Ist aber ziemlich weit weg. Da. Akt 1, Mission 3. Wie viele Missionen hat der erste Akt eigentlich? Schon wieder falsch angezeigt? So, jetzt. Nötigung? Edwin und Aurelia eilen zu einem Außenposten des Ordens, wo Sumeric stationiert ist. Der dem Großteil der verbrecherischen Truppen der Eisernen Kralle... der vom Großteil der verbrecherischen Truppe der Eisernen Kralle angegriffen wird. Edwin, Aurelia und die Festung müssen überleben. Alles klar, Herr Kommissar.
Ab geht er. Dunkle Essenz kann aus den Leichen. Ne, das ist ja nur mit den Viechern. Merrick's outpost should be just ahead. Keep your wits about you. There. I've already dealt with plenty of Iron Talon. Ich geh mal zurück, wo ich gekommen bin. Es gibt genug Spiele, die verstecken immer was. Von dem Weg, wo man hergekommen ist. Ich hab mal eine Frage, von wo sind wir eigentlich hergekommen? Sind wir einfach im Wald gespawnt, ja? Ganz ehrlich, hier habe ich gerade, ganz ehrlich, wir gehen jetzt einfach mal so mit zwei Helden in eine Festung, in eine Stadt, die wir verteidigen müssen. Das erinnert extrem an die eine Warcraft 3 Mission, wo man ja mit Arthas und Jaina in diese Stadt reingeht. Wie hieß die nochmal? Was? Nee, Stratholm, was nicht. Das war dann später. Auf jeden Fall diese eine, wo man auf Uta wartet, dass der mit Verstärkung zurückkommt. An die Mission erinnert mich das gerade ein bisschen vom Aufbau. Ich glaube, die haben sich allgemein ein bisschen von Warcraft inspirieren lassen. Finde ich gut. Warcraft 3 ist super. Okay. Jede Menge Leute hier im Dorf. Merrick, you slovenly sot. Look at the state of this place. The state is in shambles. Your men are scattered. Are you drunk? I'm injured is what I am, Feeder. And this sunny day numbs the pain. Should have never let you take the oath, you old prude. Alles klar. Da ist eine Balliste. Aber ja, die Festung ist in keinem guten Zustand. Immer noch besser als die Burg der Ratte, aber... Wir müssen trotzdem vorsichtig sein. So, wir haben anscheinend... Es sind noch zwei neue... Ich hoffe, wir werden nicht zu sehr mit Helden bombardiert. Was ist denn mit Uta? Er wollte doch Verstärkung holen. If we'd had proper resources, we could have held them off. No matter. You're here now, and you'd not abandon an old friend in need, would you? So long as I get to spray more Iron Talon blood across the grass, I'm not going anywhere. Did you manage to capture some, Merrick? Talons? Nay, girl. Just a few Alosa. To be sent to I Keep, questioned, and dealt with appropriately. Eloza, these are just poor farmers and craftsmen. And you, Merrick, are a glorified kidnapper and slave trader. Edwin, I'm sorry, but if I remain here any longer, I may put a blade through Merrick. Farewell. Farewell, Theda. Merrick, is this true? You plan on sending these peasants to Hector? We have no proof they're Alosan. Do you have any idea what he will do to them? It's just supply and demand. One coin is as good as another. Hector doesn't seem to care whether or not they're genuine Alosan. Anyway, if that wench Theda is right, and more Iron Talon are coming, I'd like to live long enough to finish this keg. Repugnant. Aurelia, help me fix this mess up. We can't let Merrick drag us to our death. Alles klar. More bandits are attacking our village. My child is sick. We can't leave. We have the coin you demand. Just help us. Please. Ich repariere gerade mal ein bisschen. Dann besetzen wir mal die Türme. Desperate, Merrick. No wonder we've lost all trust out here. I should let the Iron Talon take your head. Well, let's earn that trust back. Come on, Edwin. Okay, okay. Vertrauen zurück. Vertrauen zurück, Vertrauen zurück, Vertrauen zurück. Balliste wieder her. Alles mal wieder aufwerten. Erreiche das Nordvolkdorf. Ja, ich möchte auch erstmal schauen, dass ich hier die Basis wieder aufgebaut bekomme, bitte. Das ist ja wirklich komplett heruntergewirtschaftet hier. Ich bräuchte mal ein gutes Holzfällerlager irgendwo. Oh
Gott, das ist ja voll der. Oh Gott, hier gibt's ja nirgendwo gescheit Holz. Nur das bisschen hier. Ja, Witz. Da gibt's lecker Holz. The light burns strong. Aber auch nur bedingt viel. Aber 13 ist schon mal was. Hi. Ich komm dann mal rein. Selbst Drohne 3 ist in einem besseren Zustand als die Burg der Ratte. Boah, das ist mal weit hergeholte These. Hab mir das Spiel auf Steam geholt, das heißt Shield Wall. Ah, stimmt. Ich glaube, dieses Shield Wall Game, das hatte ich auch mal eine Weile lang ins Auge gefasst. Danke fürs nochmal erinnern. Kann sein, dass ich nämlich wieder vergessen hatte zwischendurch. The Iron Talon have returned. Please, help us defend the town. The town? Aber ist niemand mehr da. Die Town ist schon down. Wir hauen uns trotzdem mal durch, bitte. So, ich hätte jetzt wirklich liebend gerne mehr Nahrung und Häuser. The damned Iron Talon are relentless. Your presence must have scared them off. Usually they are far greater in number. We haven't much. But we'll do what we can to support the order. Oh, ich hab Einheit bekommen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen erkunden. Ist in Ordnung. Ich guck mal ein bisschen so allgemein lang. Ich hoffe, dass ich nicht angegriffen werde in der Zwischenzeit. Könnte ich Ballisten bauen? Kann ich nicht. Ich muss auf die Ballisten aufpassen, die ich schon habe. Ich könnte auch Walls bauen. This sucks, Walls. Habe ich überhaupt eine Kaserne hier irgendwo? Oder wurde die mir zerstört? Habe ich überhaupt Steine irgendwo? Stelle ich zu viele Fragen? Wer weiß? For the order. For the light. So, bitte mal heilen. Dann gibt es einen kleinen Ansturm hier auf den Turm. Ja, Nahkämpfer und Sperrkämpfer zu mischen ist keine schlechte Idee, weil die Pikiniere ja mehr Reichweite haben. Wir können aus der hinteren Reihe zustechen. Oh Gott, au. Bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ah, hier haben wir. Wir haben einen Bauernhof bekommen hier. Nice. Und nochmal. Stein. Und ein Steinbruch für Gold. Oh mein Gott, ich sehe gerade, wie viel ich jetzt gerade an Einkommen habe. Das ist ja ein Traum. Jetzt würde ich gerne mein Lagerhaus bauen. Ich kann eine verbesserte Werkstatt machen. Dafür bräuchte ich Eisen. Shit. So, so bauen, dass es die Farm nicht beeinträchtigt. Da gibt es ein paar Häuser. I serve. Da gibt es ja im neuen, da gibt's ja im Kreuzzug Marshmallow-Rohstoffe. Das ist. Oh, das ist aber ein richtig harter Diss. Ich stelle mir nur vor, wie das so absolut hier geläufige Begrifflichkeit wird. Keine Ahnung, selbst in der Politik oder sonst irgendwo. Oder so, irgendein Staat, von mir ist keine Ahnung, nehmen wir an, Norwegen, möchte ein neues Bergwerk errichten irgendwo und misst die Gegenden aus und so das erste, was dann der Zuständige dort sagt, boah, ey, hier gibt es ja weniger Ressourcen als im überarbeiteten, aggressiven Kreuzzugmarsch. Das wäre schön, wenn das eine allgemeine Redensart wird. Talon on approach. Oh nö. Arms. Get in position. Was? A formidable force has been spotted ahead, sir. Formidable? Your loafing might cost us the stability of the whole region. We can't lose this keep, Merrick.
Help me think of a solution. Okay, verstehe ich das richtig? Dass das jetzt plötzlich eine optionales Ziel geworden ist, zu erkunden. Guck. Kok, kok. Oh, 20 noch. Oh mein Gott, die Steine. Oh mein Gott. Verluste, help. Ach du. Aua, das tut weh. Warum tut es so weh? Ich gehe mal zurück zum Turm. Boah, die Balliste hat reingewämst. Wutz. Zum wievielten Mal habe ich jetzt eigentlich die Heldenstufe 3 erreicht? Die habe ich doch vorher schon gehabt. Verarsch mich doch nicht. Lügt mich nicht an. Ich habe es genau gesehen. Okay. Genug Geld haben wir. Ich brauche jetzt dann bitte meine Ausbildungsstätte. Hey. Aber bis wir die haben, könnten wir zumindest. Jetzt ist aber wirklich mal gut hier. Aurelia wurde. Aber die war doch vorher schon Stufe 3, oder? Robert Steiner, Dankeschön für deine Mitgliedschaft seit 25 Monaten mittlerweile schon. Guten Abend, Utwin. Was hältst du vom nächsten AOE 2 DLC? Der nächste? Gab es jetzt eine Ankündigung? Ist die jetzt nur angekündigt? Wenn ja, dann habe ich es noch nicht mitbekommen. Was ich ja weiß, der aktuelle war doch der. Was war denn der aktuelle überhaupt? Der letzte war das mit den indischen Sachen, ne? Und ansonsten gab es einen großen. Es gab jetzt halt einen großen Patch, der nochmal viele Sachen überarbeitet hat, aber einen neuen DLC habe ich noch nicht mitbekommen, dass einer angekündigt wurde. Ach so, Rome, hier. Ah, Rome at War, den meinst du. Ah, ja, stimmt. Danke für den Hinweis. Gibt es da nochmal neue Infos zu? Oder das, was man eh schon kannte jetzt die letzten Tage? Weil bis jetzt wurde immer noch spekuliert, was es genau ist. Oh, pig's ass. The peasants. There's another town nearby. If we help them, maybe we can get them to lend us their strength. Oh Mann, ey. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich schwöre. Okay, ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwie jetzt endlich mal Truppen dazu bekomme und auch mal meinen Holzvorrat ein bisschen aufstocke. Aufstocken, versteht ihr? Genau, Rom mit Wo war der Mod, genau, nenne ich. Ich hieß anders auf jeden Fall, ja. Ihr wisst, was ich meine mit Rom. Irgendwas mit Rom im Namen. Oh, 21 Holz, jawohl, das möchte ich haben. Give me the wood. I'm ready for anything. Wood. Ja, ich muss erstmal Soldaten ausbilden. Für Archer brauche ich Stein und ich meine Steinvorkommen. Oh, Geld. Oh. Ressourcen. Nom, plop. For the order. Gimme. So, Holz wird hier geholt. Noch mehr Holz haben wir hier ums Eck ein bisschen, aber das ist alles so lala. So lala. Ready for action. Oh, 15, 19. Da machen wir auch mal was hin. Perfekt. Ja, hier kann eigentlich fast nichts mehr passieren, außer da kann ich natürlich noch angegriffen werden. Also wenn die Gegner da kommen, habe ich ein Problem. Da gibt es nochmal Gold. Aber Gold ist gerade überhaupt nicht das Problem. Da habe ich jetzt so viel. Ich bräuchte halt mal Eisen. Für die fortgeschrittene Werkstatt. Dann könnte ich vielleicht Ballisten bauen oder sowas. Da unten gibt es Stein. Ich glaube, das sollte mein nächstes Ziel sein.
eine knappe Kappe kaufen können. Eine knappe Kappe. Eine knappe Kappe. Das finde ich gut. So ein Cappy, wo einfach knappe Kappe draufsteht. Knappe Kappe. Ready for action. Oder Klappe Kappe. Wenn ich das Tor zerstört habe, habe ich schon mal was erreicht. Ich gehe mal zurück und hole mich erstmal ein bisschen. Sowohl hier körperlich als auch moralisch und seelisch. Erstmal ein bisschen sitzen lassen, das Ganze. Dass die Feindeinheiten stärker geworden sind. Ja, Regeneration für alle. Kalaschnikow für alle. Der aufgebrachte Mob, wer kennt ihn nicht? Aber wie kommt denn jetzt noch? Ich wehre euch mal hier mit der Balliste ab. Boah, der AOE-Effekt der Balliste, der saftet rein. So, weiterer Soldaten-Spam hier. Dann mache ich noch ein bisschen die Mauern zu. Oh, das da oben ist Stein, nicht wahr? Sechs Stein? Das kleine Ding? Ja, ich nehme es mit. Danke, meine Güte, das hätte ich eher wissen sollen. Oh Gott, da wird schon wieder geschnetzelt. Genau, für Eragon. Mit dem AOE-Wiki soll man alle AOE-Kampagnen in AOE 2 spielen können. Das ist natürlich cool. Was ich ja übrigens auch schon gesagt habe, und zwar hier beim Spiel mit Kurga, einige Kampagnen könnten sich auch für den Rom-Mod eignen von Age of Empires 2. Und zwar namensgebend die Hunnen-Kampagne und die Gurten-Kampagne, weil die sowieso eher eigentlich noch in der Spätantike spielen, beziehungsweise und gerade noch mit Rom zu tun haben, würden die eigentlich eher in den Rom-Mod reinpassen, die Kampagnen, als mit der Age of Empires 2 Einheitenriege. Finde ich zumindest. Mit meiner bescheidenen Meinung. Okay, kommt mal ran da. Wir stürmen durch. Jetzt haben wir einen großen Blob. The Blob is on my side. I am the Blob. Da ist noch mehr Stein. Jetzt geht's aber richtig ab. Okay, was sagen Sie? Das Schlachtgetümmel, das macht schon Spaß in dem Spiel. Ich meine, da hat man niemals drüber nachgedacht, weil Age of Darkness bis jetzt immer der Kampf gegen diese Monster war. Aber so als so normales RTS mit Basenbau und Gegnerbasen stürmen, macht das Spiel auch Spaß, muss ich sagen. Nicht schlecht. Das Spiel ist schon fast ein inoffizielles Warcraft 4, wenn man so will. Na gut, okay, es hat halt nicht die Arbeitersteuerung und sonst irgendwas. Aber es kommt am nächsten Rand von allen Spielen, die ich immer gespielt habe bis jetzt. Okay, eigentlich war Year of Rain mehr das nächste inoffizielle Warcraft von der Delic. Aber leider ist das Spiel ja gefloppt wie sonst was. Ich habe sogar die Kampagne abgebrochen, weil wegen irgendeinem Bug mit Deathmig damals, das weiß ich noch, ging es ja nicht weiter. Schade drum, weil das Spiel hatte grundsätzlich viel Potenzial. Aber es ist gefloppt von Anfang an, dann wurde es nicht weiterentwickelt und wurde quasi in dem frühen Stand, aus dem es rausgekommen ist, quasi gelassen. Schade drum. Aus irgendeinem Grund ist es halt komplett untergegangen. Hat auch niemand wirklich gespielt gehabt, außer mir. Schlimm. Here to blame. Richtig cool wäre, wenn man einen neuen Gebäudeskin für Hunden und Mongolen hätte. Ja, das mit der besoffenen Feuermagierin, genau. Das war's.
Das, wo ich das erste und einzige Turnier gewonnen habe, als erster Platz, zusammen mit Deathmick. Das waren noch Zeiten. Unbesiegt auf ewig, einfach nur jetzt. Niemals jemand wird uns jemand den Titel streitig machen können. Das waren noch Zeiten. Das hier ist weniger Stein als dieses eine kleine Fitzelchen da oben. Wollt ihr mich verarschen? Do you wanna verarsch me? Sea Order Knights aren't like the others. You have our thanks. What's it? More Illosan prisoners, Edwin? The idea that innocent people are being sold off to Hector. It's not right. How can the Order accept that? What? Knights like Merrick make it that much harder for those of us who still follow the oath. We must set the example. Let's get these people out of here. Edwin fühlt sich auch sehr, sehr, so blitz klingt also jetzt nicht so gemein, also sehr lebensmüde an, also nicht im Sinne von, dass er jetzt sonst irgendwas tun will, sondern einfach im Sinne von, der Edwin hat auch schon die Motivation an allen verloren. Und den Glauben an allem. Gut, kann man auch verstehen, nach allem, was der gesehen hat schon. Da fragt sich wahrscheinlich auch, wofür er eigentlich kämpft. Archer ready. Ich frage mich, ob wir bei der Kampagne für die Einheiten erstmal Gebäudeschaden hinzufügen müssten. Gute Frage. Was da eigentlich schon alles war oder was nicht. Aber ich finde es cool, dass es jetzt solche Schlachtgeräusche gibt, immer wenn so gekämpft wird. Aber ich finde, im Spiel fehlt immer noch eine Musik irgendwie. Alle AOE-1-Kampagnen mit AOE-2-Engine wäre schon cool. Ich bin am Überlegen, ob ich das vielleicht sogar Let's Playen würde. Ich meine, AOE-2, die Kampagnen Let's Play ich ja im Koop mit Koga, aber da ist ja halt aktuell immer noch, das sind ja längst noch nicht alle Kampagnen draußen. Und ob ich noch die anderen Ränder nicht weg, wenn die im Koop rauskommen, spiele ich die dann auch noch nach. Aber so die AOE-1-Kampagnen für irgendwann mal, wären die Überlegung wert, ne? Point me towards the fun. So, schnetzen wir uns mal weiter durch. Hm. Die schießen meinen verstärkten Ball an. Oh, kann ich hier nochmal ein neues Hauptgebäude holen? Das Nordvolkdorf. Also das ist meine nächste Hauptquest. Das reicht erstmal noch mit. Das kann ich später machen. Oh, Vorsicht übrigens. So, jetzt kann ich übrigens mal richtig dick die Archer rausholen. Verarchern kann ich mich selber. Oh, da gibt's Gold. Jawohl, gibt her. Meins. Hier gibt es noch ein bisschen Grünzeug. Ein bisschen Salat für alle. Oh, die haben Schildwachen hier. Where are we heading? Die halten echt was aus. Kann ich hier gar nicht zumachen? Das ist ja schlimm. Mach ich hier. Guck mal, wer da kommt. So.
Warum dürfen die zwei haben und ich hier nicht? Moment, dann muss ich das so platzieren, dass ich beide mit einem Mal schaffe. Das ist gut genug, glaube ich. Oh, 416. Jawohl, machen wir es so. A flicker in the dark. Flieger, willst du mich flickern? I'm ready. So, wunderbar. Mehr Einheiten. Ready. Ready for action. So, jetzt ist es das Gold, aber das würde jetzt wieder besser werden dadurch. Läuft. So. Maximale Empire-Earth-Erfahrung, was? Da kommen sie wieder, sei. Wie ist es mit den Völkern? Weil zum Beispiel Legionäre gegen Handkanoniere ist etwas komisch. Jetzt wie bei dem Rome-Mod? Das ist doch Age of Empires 1 Tech Tree, da gibt's ja gar keine Handkanoniere. Entschuldigung, seit ich mal irgendwas gerade gehört habe, ich habe mir meinen Kopfhörer ein bisschen zurechtgerückt. So, jetzt sollte alles passen. Wieder alles gut und glücklich. So, irgendwo wird hier gerade noch geschnetzelt, ich höre Klimper, Klimper. So, Norden und Nordwesten soll ich jetzt noch erkunden. So, meine Armee wächst. For the light. Ready for action. Wieder Platz gemacht hat der Typ. Carlos. Kilos. Hey Odin, was ist eigentlich aus dem alten Spellforce 3 vollen Godlet's Play geworden? Hast du es abgebrochen oder bin ich einfach nur da? Na gut, was heißt da abgebrochen? Ich habe es ja nie angefangen zu Let's Playen. Ich habe damals nur mal kurz ein bisschen in die Skirmishes reingespielt, aber ich habe die Kampagne nie angefangen bis jetzt. Ja und ja, ich weiß, Spellforce vollen Gott steht noch aus. Das wird irgendwann wird es noch kommen. Irgendwann. Das Problem ist, das ist halt ein großes Projekt und das lässt sich nicht mal eben zwischen reinschieben. Muss ich mal gucken, wie ich das mache am besten. So, was ist denn hier oben? Warum soll ich hierher kommen? Was ist hier? Hallo, soll ich hier sein? Geht nicht um Mods, sondern um DLC und ob man H1 und 2 Völker gegeneinander spielen kann im Skirmish. Ach so. Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ja, ich meine ja auch nicht einen Mod, ich meine DLC. Aber beim DLC, das sollte, glaube ich, auch die Einheiten überarbeiten. Aber gut, wie das jetzt ist, wenn man mit zwischen 1 und 2 spielt, ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Ich glaube, balance-technisch ist das... Ich meine, man kann es balance-technisch funktionierend machen, aber ich glaube, es ist, ergibt nicht viel Sinn. Yay, Ressourcen, aber kein Eisen. Dankeschön. Für nichts. Was ist die Order hier? Wir donaten nichts. Get lost. Oh. Get selber lost. Ich geh auch davon aus, dass es getrennt wird. Das ist einfach die bessere Lösung. What's next? Weil das wird ja auch eine Balance-Katastrophe. Wenn du die Age of H1-Völker alle mit reinschmeißt, du hast ja plötzlich eine riesige Handvoll Völker, die sich mit den anderen vertragen müssen. Das kannst du nicht machen, das ist ja ein Albtraum. Das ist ja schon ein Albtraum, die jetzigen Völker gebalanced zu halten. Mit ewig vielen Überarbeitungen und Patches. Wenn du jetzt eine Riesenstange einfach reinwirfst von H1-Völkern, das wirst du nicht gescheit machen können. Ich glaube, die werden es garantiert trennen. Let's go. Die schmeißen da ewig viel in ein funktionierendes System quasi rein. Hey, Kreislauf wiederhergestellt. Da ist eine alte Kaserne. Süß. Was ist hier eigentlich passiert? Hallo? Schön, dass es solche Sachen zu entdecken gibt. What's next?
Da ist nochmal Gold. Ist in Ordnung. Oh Gott, Schildwachen. For the order. Die halten aber auch was aus, ey. Ich glaube, diese Goldmine habe ich sogar relativ frisch schon entdeckt gehabt, ne? Mehr Truppen. Mehr Truppen können wir nicht befehligen. Jetzt kommen sie wieder, die Schlacht- und Mittelerde-Sprüche. Where are we heading? Wo sind wir am Köpfen? Let's go. Ich bin sehr positiv überrascht, hätte sehr viel mehr Tab und weniger Warcraft erwartet. Ja, das hat mich auch gewundert. Das ist, die Kampagne erinnert sehr an Warcraft, ein bisschen, so vom Aufbau. Ich hatte auch wirklich mit so einem klassischen Werbillions-Kampagnen-Stil gerechnet. So, hier oben können wir noch hin. Nordwesten. Hallo Nordwesten, ich soll dich erkunden. Oh, das ist ein schönes Türmchen. Turmansatz. Was gibt's denn hier? Ja, jetzt habe ich erkundet. Auftrag erfüllt. War hier irgendwas? Also irgend so ein Totem oder was ist das? Interesting. Indeed. Was es mir bringt, ich habe keine Ahnung. Ruins. They say the Alosa possess some sort of forgotten magic. All just fanciful tales and myths, of course. How can you be so sure? Don't dismiss the idea completely. What happened here? Such strange markings. Beautiful, too. Kultisten, oh Gott. The work of a madman. And strong. Okay, hier war ich noch nicht. Aber hier. Oh, such clarity. Wow. Okay, ich habe irgendwas Verstecktes entdeckt. Es lohnt sich jetzt vielleicht doch manchmal ein bisschen zu erkunden, wie es aussieht. We shall not waver. Da war ein ziemlich uncooler Kultist. Yes? Dann will ich aber Warcraft-Einheiten spreche. Stimmt, so mit dem mehrfach draufklicken, ne? Das war auch noch immer schön. Ich sehe nur Schwärze. Oh, ich habe die Kapuze unten. So. Hallo, Basis. What's next? Darf ich jetzt einfach wieder aufbauen und auf... Ne, das ist eine Holzwerkstatt. Oh, my heart's racing. I was born for this. Doubt that was the last of them. Reminds me of Gabriel's post, Edwin. While the roots live, the vine will keep strangling. We must destroy the Iron Talon outposts here, or there will be no end to their assaults on these villages. Habe ich doch alles schon gemacht. Norfolk, help us once more. Let us rid this land of Iron Talon together. Ja, lustig, wenn ich jetzt einfach instant gewinne. Habe ich nicht schon alles geschafft? Warum seid ihr jetzt alle runtergelaufen? Diese Typen sind jetzt einfach runtergelaufen. Warum? Was tut ihr? Please stop. Ich bleib dabei. Ich hätte mal gerne Eisen, um dieses erweiterte Lager zu bauen. Aber so langsam merkt man, nimmt der Anspruch ein bisschen zu. Ich glaube, bei der nächsten Mission können wir schon mal, haben wir so... Da ist das Händchen halten vorbei quasi. Oh nö, jetzt greift die ja an. Ernsthaft.
Wer ist dieser Time? Warum ist er parteiisch? Okay, wir greifen mal weiter an. Was können wir denn dann in der Werkstatt machen? In der normalen Holzwerkstatt müsste ich eigentlich Ballisten machen können. Warum auch immer ich schon die verbesserte Werkstatt bauen darf. So, Holzwerkstatt. Bauernhof, Hütte, Ballistenturm. Und wir können Hütten machen. Jawoll. Und Bauernhöfe. Alles gut. Oh, Stufe 4. Brennender Riss. Was hast du, wenn du dich bückst, die Hose reißt und du hast vorher so viel Chili gegessen? Okay, Edwin schlägt mit seinem Großschwert auf den Boden und entzündet dabei alle getroffenen Gegner. Edwin, eine Demonstration bitte. Hui. Okay. Das ist gut, der Typ hält halt ewig viel aus. So, wäre die... Oh, ich müsste jetzt auch noch die eiserne Kralle abwehren. Oh mein Gott. Okay, okay, ich gehe mal zurück. Das ist ein bisschen viel, was hier gerade kommt. Oh, shit. Oh mein Gott. Oh, shit. Alle Mann zurück. Ich habe nicht aufgepasst. Oh, shit. Oh, shit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Es eskaliert. Alarm. Das kriege ich noch hin, glaube ich, aber es hätte knapper nicht sein können, fast. Edwin, ich brauche dein Super AOE. Super AOE, vorwärts. Lass mich nur mit eurer Heldenstufe 3. Das haben wir längst hinter uns gelassen. Warum greifen die von da eigentlich an? Ich habe doch da geräumt. Die spawnen da einfach. Das ist ja übelst unfair. Deswegen, ich habe gar nicht mehr davon ausgegangen, dass der Gegner kommt. Something's wrong. Aurelia, let's head back to the outpost. Quickly. Ja, das hättest du mir früher sagen sollen. The Iron Talon fled. Why would they? Help us! We were ambushed by monsters deep in the woods. We couldn't fight. We barely escaped with our lives. Let us in. I'm begging you. Ha! Sounds like a lazy attempt at an ambush. Weak. Even by Iron Talon standards. Merrick, these people are scared, not dangerous. Where is your compassion? Though, should they attempt anything? I'm sure you can deter them with your odor, Merrick. Ja, da ist er zuversichtlich. The deserters we let in. What was it they encountered? Nightmares? You can do this, Aurelia. Take a group of men and cover one of the entrances. I'll cover the other. Let nothing through. Yeah, toll. Jetzt Research complete. Müssen wir erstmal wieder dicht machen hier. Research. So, genug Stein kommt eigentlich rein. Das passt noch soweit. Wann habe ich endlich meine Ballisten? Ne, im Ernst, wann habe ich meine Ballisten? Warum darf ich... Ich darf keine Ballisten bauen. Das ist euer Ernst. Warum habe ich dann die Forschung bekommen? Jetzt habe ich voll drauf gebaut. Okay, jetzt sind die...
diese gespawnten Angriffe vorbei. Jetzt muss ich mich gegen die Nachtmare verteidigen. Coole Wendung. Optional tötet den anderen Kriegsherrn der... Oh mein Gott, da kommen sie. Oh Gott, da kommen sie alle. Nein. Ach du liebe Zeit, sind das viele. Oh dear. Another corpse for the pyre. Okay, die kriegen wir ganz gut abgewehrt. Ja, die Viecher sind viel, viel weniger schlimm als die Menschen. Die Menschen sind ja übelst tanky einfach. Ich versuche noch mal runterzugehen und den Kriegsherrn da noch zu erwischen. Ich hätte gern diesen Nebenquest noch erfüllt. Research complete. I serve. Ready for action. Where to? Eiserne Kralle, was? Fall to the order. We stand in defiance. So, das sind doch Truppen gefangen. Oh, Armbrustschützen unter anderem, aber Arbalestenschützen. Nice. Ja, kommt mal mit. Euch kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ja, aber Listen gibt es tatsächlich noch. Weil es gab jetzt immer noch die... stimmt, das war ja für die bestimmte Fraktion. Weil die Rebellion hat ja jetzt diese Bogenschützen. Aber wir spielen ja nicht gegen die Rebellion. Da gibt's Sinn. Oh mein. Oh mein. Oh. Oh, shit. Halt. 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 Hier geblieben. Wir müssen gleich zurück. Ich mach das hier noch. Truppen sammeln. Wir gehen wieder hoch. Oh, shit. Oh, shit. Das eskaliert ja mal übelst. Ich hätte länger warten sollen, bis ich hätte wirklich die übelste Festung hier draus machen sollen, bevor ich die Quest weiter getriggert habe. Die Viecher gehen zwar schneller down, aber die machen, glaube ich, mehr Schaden an meinem Hauptgebäude als alles andere. Von daher, kommt. Das wird schon wieder viel zu knapp. For my taste. Boah. Soll ich das speichern? Ich speichere es mal. Passt auf, jetzt verliere ich hier trotzdem. Und das Speichern war eine sehr schlechte Idee. Da kommen halt immer noch Banditen. Die haben sogar Jäger dabei. Our defenses are under attack. Okay, die haben wir jetzt soweit abgewehrt, aber puh. Okay, schnell runter und schnell um die restliche... Kümmert euch mal um das Handtuch da. Die kommen den Weg wieder lang. Guide my weapon. We stand in defiance. Ein paar von euch kommen mal mit hoch zum Verteidigen. Die sollten reichen, um hier mal das jetzt fertig zu machen. Weil da ist, glaube ich, der Anführer oder sowas. Da wette ich drauf. Okay, von da kommen sie auch. Da muss ich einfach noch ein bisschen wieder zumachen. Dann sollte sich das alles geben, hoffe ich mal.
I stand prepared. Ah, ich glaube, ich hab's, glaube ich, geschafft, ja. Wahrscheinlich habe ich schon vorher geschafft und ich habe nicht drauf geachtet. Passt noch. Letzter Angriff. Wurde im Board 3 Tore hintereinander und lässt jedes davon offen. Ja, genau, so sieht's aus. Das ist der gesamte Plan. War schon immer. Nein, Momente gibt's nur bei diesem Kurga. Das ist voll wie bei Tab ohne Speichern. Wir müssen von vorne starten. Das könnte halt wirklich sein. Das ist jetzt ein ziemlich großer letzter Angriff hier, übrigens. Aber wir halten, naja, ja, schon relativ episch, wie wir uns hier verteidigen. Heldenstufe 4 jetzt aber auch wirklich mal, ne? Ja. Aurelia. Willkommen bei den coolen Leuten, bei den Stufe 4ern. Ah ja, Winning. Garnison? Garnison, ach, Garnison. Okay. So, letzter Angriff abgewehrt. Bin ich jetzt toll? Also die Mission war lang. Is that all of them? Did we do it? Oh, I was just getting into it. You survived. I'm surprised. I think I've earned a pint or three before I head back to I keep with my prisoners and collect my coin. Where did they come from? Aurelia, stay here with Merrick and watch the deserters. What? I'm not playing babysitter. I want to fight. I need someone I can trust to make sure Merrick doesn't do anything stupid. He reckons you'll end up just like the last girl he was training. Poor thing. Okay. Wie noch immer er vorher trainiert hat. Oh nein, ich habe irgendwas nicht geschafft. Wäre die eiserne Kralle ab. Habe ich nicht geschafft? Was? Okay. Dann ist es so. Alles klar. Ein bisschen können wir auf jeden Fall noch weiter reinspielen. Aber wir würden sagen, jetzt gibt es erstmal eine kleine Toilettenpause. Jeder kann mal nochmal aufs Klo gehen. Jeder kann nochmal was zu trinken holen. Ah, überrannt. Jetzt sind wir mit Edwin alleine hier unterwegs. Deswegen konnten wir bei ihr nicht großartig mehr Skills holen, weil jetzt sind die hier getrennt. Was sind das? Ach, wir sind fast beim Prolog wieder angekommen. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir. Okay, Neustart. Ich habe ja aber angeblich trotzdem alle 16 Ziele abgeschlossen. Ich habe 100%. Dann ist ja alles gut. Okay, gut. Kurze Pause. Kann dir nochmal was zu trinken holen, was zu essen holen, aufs Klo gehen. Und wir sehen uns gleich wieder.
So, wieder da. Mensch, jemand hat gerade geschrieben, lecker Kaffee. Kaffee hätte ich mir auch machen können. Ich bin nochmal weg. Nee, passt schon. Das bisschen halte ich jetzt noch durch. Vom Reststream. So, ich habe mich schon gemutet, ne? Hallo? Ah, okay. Ich komme daraus am Ende raus. Ich war nie gemutet. Man hat all die schlimmen Sachen gehört, die ich getan habe, die ihr nicht hören solltet. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt noch The Great War Western Front sich lohnt. Halt, Western Front sich mal CA, einen Total War im Ersten Weltkrieg traut. Könnte halt sein. Es gibt Vermutungen, also gut, es gibt Vermutungen von wegen Total War, dass das jetzt ein Medieval 3 in Entwicklung ist. Das ist schon mal mega geil. Aber nach Medieval 3 könnte es sein, dass man sich da vielleicht mal rantraut. Okay. Machen wir weiter. Wir sind bei Mission 4 überrannt. Nachdem sie einen plötzlichen Angriff der Nachtmaurer überstanden hatten, überlässt Edwin Aurelia der Obhut von Marek und sucht in umkämpften Gebieten nach der Quelle des teuflischen Ausbruchs. Ja, genau dort, wo wir doch ursprünglich waren. Das ist doch bestimmt passiert dann. Ja, der Held muss überleben. Wunderbar. Mission 5 wird witzig. Das ist jetzt Mission 4 gewesen, ne? Oder? Ich glaube schon. Bis Mission 5 machen wir heute noch, würde ich fast sagen. Oder wie lange geht denn der erste Akt überhaupt? Das sind doch die Volatisten, ne? It is done for the veil. Für die Volatists, ja genau. Okay, perfekt. Danke für die sofortige Aufklärung. Back off, you order dogs. On the Queen's word. Calm yourself, boy. We're here to put an end to the veil. Do as you will, then. We're done for. Er hat eine Bogenschütze mitgenommen. Helf. Warum bin ich mit der Level 1? Er hat einfach alles wieder vergessen. Der Typ ist der Marschall. Jetzt haben wir mal jetzt haben wir mal musikalische Untermalung. Jetzt haben wir nämlich diese Musikuntermalung, die kommt, bevor eine Welle kommt. Das passt jetzt mal ein bisschen eher. Oh Gott. Überall geht's gerade ab. Ursprung der Nachtmare. Aber so kommen wir also auch mit den... Aber wir kommen jetzt schon mit den Rebellionssoldaten zusammen. Aber der erste Akt ist, glaube ich, trotzdem mit Order, nehme ich mal an, die ganze Zeit über. Das ist jetzt Mission 4, Akt 2. Ach, das ist jetzt der zweite Akt schon? Echt? I step towards the abyss. Give us a hand against these horrors, not? And then we can talk. Hey, ja, lass mal irgendwann ruhig. Oh Gottes Willen, was ist denn hier alles los? Aldarin-Pikiniere. Die kenne ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Einen der Jäger habe ich retten können. Boah, was kommt da alles noch? Ich habe keine Fähigkeiten. Oh la 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 la. Wie kann ich denn die Ritter hier rausholen? Proceed with purpose. Thank you for your help, Knight. We're willing to overlook your friend's crimes, but don't think the rebellion will forget where the order stands. Tracking. Gern geschehen. Oh!
Die Kämpfer der Rebellion bieten an, die Gefangenen zu übergeben. Wen wirst du mitnehmen? Nur den Orden, den älteren Hauptmann, den Rebellen hinterlassen. Alle Gefangenen zurücklassen, alle Gefangenen mitnehmen. Ich nehme alle mit. Sir, are you okay? Ja, mir geht es gut, Ritter. Und vielen Dank an dich. Ja, okay. Should have known. You order cowards and nothing more than ordering lapdogs. Very well. Okay, wahrscheinlich war es doch eine schlechte Idee, ihn zu befreien. Aber hey, der Typ ist stark. Ich guck mal den Weg hier weiter. Das, oder konnte ich da gar nicht weiter? Ich glaube, da konnte ich gar nicht weiter, ne? Da passt ja alles. Embers, guide me. So, das sieht auch noch eine schöne Befestigungsanlage aus, muss ich sagen. Welche Richtung gehe ich jetzt eigentlich weiter? Die dahinter muss ich dann, alles klar. Make way. Jetzt ist dies schon wieder alles so ruhig. Lichtträger. Ach, das, die haben diese Heilfähigkeit, die Aurelia hat. Interessant. Forward. Gott, jetzt, und das sind auch diese Kamikaze-Viecher, da müssen wir aufpassen. Wir haben doch ein wenig Bogenschützen, oder was gegen zu machen. Will ich hier eigentlich lang? Ich meine, ich kann hier lang, aber sollte ich hier lang? Ich meine, ich kann mich durchkämpfen, so ist es nicht. Ich kann es aber auch lassen. Ist auch eine Idee, ne? Voll das Labyrinth? Gibt es hier wenigstens irgendwas für mich? Da unten ist ein Kristall. We shall not waver. Boah, der Typ macht Schaden. Burn, fiend. I step towards the abyss. So, was haben wir denn noch? Ah, Einheiten. Flee to the shadows. Let us in. Ranald, please. It's your own fault being out there after nightfall. I'm not opening my gates to no fools seeking death. Okay. Oh shit. Aua. Ja, schön, dass ich wieder erleuchten kann. We come offering safe passage from this place for you and your loved ones. No chance. We're not leaving. This is my father's land for Siren Rue. I was born here, and I'll die here defending it. Ready to face the dark. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo das Spiel will, wo ich lang gehe. Ich meine, jetzt kann ich hier nicht weiter. Ja, die machen das Tor nicht auf. Ich kann hier noch die ganzen Sachen killen. Ich meine, da drüben kann ich eh noch weiter. Ich dachte, da geht's eh weiter. Was zum? Was ist das für ein Geräusch? Oh nein.
Ich speichere mal kurz, das sind diese Kamikaze-Viecher. Aber wir haben auch keinen Schwierigkeitsgrad zum Einstellen, ne? Die Kampagne ist auf einen geeicht. Jetzt so, ich weiß nicht, wer damit ich weiß, arbeiten ja zwei verschiedene Teams an den, an Warhammer und an den historischen Spielen. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Teams, die das machen. Ah, ich kann einfach weg, okay. War also doch nicht so schlimm. Die, Scum. Konnte ich da überhaupt nicht weiter? Gab es da einen Grund? Nee, ich kann da wirklich lang. Plim. Remember what you fight for. Ja, du rememberst dich nicht mal an dein Level 4. So, da geht's irgendwo weiter. Make way. Speichern. Das kommt so kommandomissionmäßig. Bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. The dark encroaches. Fire and fury. So, was ist hier? We shall not waver. Ach, schon wieder so ein Altar. Jetzt würde ich aber gerne noch diesen Weg gehen. Ich glaube, diesen Weg muss ich eh lang, oder? Das heißt, ich könnte, glaube ich, auch da lang, aber ich möchte mal wissen, was da ist. Ich kann da sogar weiter dafür. Ich hoffe, das ist wirklich ein Rundgang irgendwann. Oh, so ein Schildträger. Aurelia, what are you doing here? What happened to the outpost? You're welcome, by the way. Oh, man. The outpost is fine. Those prisoners were rebel deserters who fled terrible conditions. I knew I had to catch up to you, Edwin. And see? I told you I could help. I don't know why you doubt me. This isn't helpful, Aurelia. It's reckless. It disturbs me that you don't know the distinction. You directly disobeyed me. Merrick has it handled. He's healed up, mostly. And what's better than stopping the source of the nightmares? You worry over nothing. Be that as it may, you're still my squire in the eyes of the Order. You will obey my commands. Let's stay together from here. There are ill energies in the air. Ich glaube, Edwin hat schon seine Gründe. Ich glaube, er hat wirklich seine letzte Knappin verloren. Oh mein Gott, was zum Kuckuck. Prove to us you're more than servants of the Order and Throne. We're placing our trust in you, Knight. Don't disappoint us. For the Queen! Oh Gott, das hat... Oh, oh Gott, ich bin so gut wie tot. For the Order. Die hat auch wieder alle Level verlernt. Oh nein, das sind Viecher. Run, villain. I'm ready for anything. Oh mein Gott, jetzt gib mir doch mal Luft zum Atmen, bitte. Okay, das Vieh ist weg, jetzt kann ich aber dann in den Nahkampf. Wow, 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 wow. Sehr gut. Level up. Oh nein. Da ist ein Kamikaze-Viech.
Einmal triggern lassen und gut. Ja, das ist ein neuestes vom Setting. Was tut wohl entweder Napoleon oder was auch sein könnte, hier das Add-on zu Shogun, hier Fall of a Samurai. Da gab es auch schon Gatlings, das war da auch schon so in der Zeit, so 1800 irgendwas, ne? Ja, genau, hat schon jemand geschrieben, genau. Shogun 2, Fall of a Samurai. Passt ja. Bumm und bumm. Flammschwert. Habe ich ja jetzt auch wieder entdeckt, quasi. Also, hört das auch mal auf. Das ist eins von drei? Zum Glück sind die Türme hier besetzt. Au, 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 au. Oh Gott, das hört nicht auf. Und dann sind so viele Spezialgegner dabei. Ich will nicht mehr. Alter, das ist brutal. Das ist richtig brutal. Ja, ich habe gesagt, ich kämpfe lieber gegen die Viecher als gegen die Menschen, weil die Menschen so tanky sind. Aber das heißt nicht, dass ihr mich so überfluten sollt. So, den noch. Die hier noch loswerden. Stand in the light. Aber jede Handtücher machen nur hier Furcht und kann. Ja, aber Furcht ist trotzdem schlimm genug. Du versuchst zu umgehen. Und die Viecher machen auf jeden Fall Damage. Die Explodierkäfer. Oh, krieg ich hier da einfach immer wieder neue Ausbilden geeinheitet. Einheit. Au! Nein! Einheiten ausgebildet, wollte ich sagen. Das war kurz nicht aufgepasst. Ach du Schande, ach du Schande. Ich weiß gar nicht, ob ich das speichern soll. Ja, ich krieg immer wieder mal Jäger ausgebildet hier. Das ist ja schon mal was. Dennoch fällt mir nicht, was ich hier sehe. Ah, und die Kaserne bildet immer wieder Einheiten aus, alles klar. Da weiß ich Bescheid. Irgendwie hat das Spiel auch noch Probleme mit dem Sound aktuell, finde ich. Die Soundkulisse macht gerade Probleme. Ach du liebe Zeit. Ich weiß nicht, worum ich sollte. Oh mein Gott, Edwin, Vorsicht! Hä? Hey! Ah, oh, okay. Einer der Helden ist gestorben. Alter Falter, das ist ja eklig. Muss ich das jetzt nochmal komplett neu spielen oder vom letzten Mal habe ich das letzte Mal gespeichert? Die Speicherdaten zählen hier schon, oder? Komm schon, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich die ganze Mission nochmal spielen muss. It is done for the veil. Ja, schön. Ja, schön. Ich darf die Zwischensequenzen nicht mehr überspringen. Das ist auch irgendwie doof. Mit keiner Taste geht das. On the Queen's word. Calm yourself, boy. We're here to put an end to the veil.
Do as you will then. We're done for. Ja, bitte, darf ich wieder was machen? Ich möchte mal kurz gucken, ob ich laden kann. Manuell speichern. Machen wir die manuelle Säferung. 26% Fortschritt, da weiß ich schon mal Bescheid, wie weit ich bin. Ah, hier. Okay. Dann würde ich mal nicht da hochgehen, sondern noch das machen, was ich vorhatte. Und zwar da links hochgucken. Da war noch was. Wenn ich da noch irgendwelche Einheiten bekomme oder sowas. Irgendwas lässt sich da bestimmt noch machen. Die Einheiten hier hätte ich zwar auch gerne, aber ich komme hier nicht raus. In der Zwischenzeit hole ich mal ein bisschen in den Chat nach. Ah, hier, die Lichtträgerin habe ich zurückgelassen. Ich würde schon sagen, ich hatte doch noch eine Heilerin. Also ja, hat sich schon gelohnt. Da. Komme ich da nicht mehr zu... Ich komme gar nicht mehr zurück, oder wie? Ich komme gar nicht mehr zurück? Warum? Das ist natürlich uncool. Ich hätte nämlich schon gern gewusst, was noch da hinten ist. Unschön. Aber ich bin doch, glaube ich, da durchgegangen, oder? Oder wie war das? Ich weiß noch, dass ja hier dieses Labyrinth war, wo ich durch bin. Ready to face the dark. Schade, Marmelade. So. Dann speichern wir nochmal. Jetzt haben wir auch eine Heilerin dabei, jawohl. Meine Chancen sind jetzt so viel besserer. Da drüben ist die Base in die Richtung. Ja, jetzt das Treffen mit. Das, man kann ja halt echt nicht überspringen. Aurelia, what are you doing here? What happened at the outpost? You're welcome, by the way. And the outpost is fine. Those prisoners were rebel deserters who fled terrible conditions. I knew I had to catch up to you, Edwin. And see? I told you I could help. I don't know why you doubt me. This isn't helpful, Aurelia. It's reckless. It disturbs me that you don't know the distinction. You directly disobeyed me. Merrick has it handled, sealed up mostly. And what's better than stopping the source of the nightmares? You worry over nothing. Nach der Zwischensequenz speichern wir nochmal. You're still my squire in the eyes of the order. You will obey my commands. Let's stay together from here. There are ill energies in the air. Schlechte Energien. Das Feng Shui ist hier nicht richtig. Wir müssen die Gebäude ein bisschen umstellen. Ja, das ist ein Gegner. Ich weiß. So, speichern wir nochmal. Dann müssen wir uns das alles nicht nochmal angucken. We stand in defiance. So, wir müssen auch ein bisschen auf die Einheiten hier aufpassen, weil die Kasernen bilden immer wieder Einheiten. Hier kommt immer wieder Sperrträger raus und hier kriegen wir einen Bogenschützen raus. We're placing our trust in you, Knight. Don't disappoint us. Oh ja, klar. Oh mein Gott, Aurelia ist schon wieder nahezu instant tot, ey. Let's go. Warum sind wir nur Level 2? Ich glaube, wir vorher schon Level 2, aber. Hm. So, Vorsicht, Handtuch, Explosion, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da gab es auch ein großes Boom. Boah, die machen einen Damage. Ja, ich habe Angst bekommen. Werden wir trotzdem hinbekommen, hoffe ich mal. So, speichern wir nochmal. Die Mission ist böse. Jetzt habe ich hier... Übrigens, ich habe die Gebäude nicht bekommen. Also, die werden... Also, es sind jetzt quasi meine, aber ich kann da nichts machen. Also, ich kriege aber immer wieder Einheiten geschenkt. Aber...
Ja gut, beim Feuer kann ich mich eigentlich immer wieder kurz heilen. Die Strigger ist auch da, die kann auch mal kurz heilen ein bisschen. Heile, Pop, heile. Bin hier um zu heilen, nicht um zu peilen. Ist da drüben eigentlich noch irgendwas? Werden wir sehen. Autsch. Ich hätte bei der neuen Mist, als ich neu gestartet habe, hätte ich eigentlich mal in die Richtung da links dann gucken können. Mich schon mal interessiert, was da ist. Gut, stimmt. Eigentlich kann ich den Furchteffekt einfach mal da drin stehen bleiben. Hey, warum? Ach, okay. Die ist schon wieder down. Mein Gott, wie schnell geht die denn drauf? Ey, da muss man wirklich extrem aufpassen bei der Mission. Das ist ja Wahnsinn. So, was? Wenn du im Feuerschrein geheilt wirst, haben die Viecher im Licht vielleicht einen Debuff oder so. Nee, das war zumindest vom Survival weiß ich zumindest, dass das Feuer macht den Angstzustand wieder weg. Aber mehr eigentlich nicht. Gut, ja, okay, und hält den Nebel zurück, klar. Aber die Nebelmechanik gibt es hier irgendwie noch nicht. So, ein bisschen vorsichtig bleiben. Das sind auch die Explosionsviecher. So, okay. So, ein kleines bisschen heilen können wir uns auch mal fix. Also hier heilen im Sinne von das und Furcht weg. Alles wird gut. Und weg. Und speichern. Das ist echt hart gerade. Vor allem, weil es auch ein bisschen mit Snowballen zu tun hat, weil hier werden auch ständig Einheiten ausgebildet. Das heißt, wenn ich an eine kritische Masse komme, dann läuft alles besser. Aber wenn der Gegner mich ständig dezimiert, dann haben wir ein Problem. Aurelia wurde zweimal in die Luft gejagt. Uff. I'm ready for anything. Stimmt, ich kann die Treppe ja auch einsetzen und mit denen trappen. Aua. Auf Wiedersehen, Werkstatt. Oh, irgendwas ist totgegangen, aber ich glaube nichts Schlimmes. Die ganzen Explosivviecher, die mitkommen, das ist ultra eklig. Zurück. Explosivviecher. Jetzt sind auch keine Flammen mehr in der Nähe. Da oben mal. Das ist immer noch eins von drei. Kurz triggern, bitte. Okay, der Soldat hatte gerade keinen großartigen Lebenswünsche und Ziele mehr. Ich weiß nicht, ob ich hier speichern soll, aber ich speichere mal. Kommt die dritte Welle überhaupt, solange die erste noch nicht, die zweite noch nicht besiegt ist? Wenn dem so ist, dann lasse ich mal ein paar von diesen Viechern immer wieder noch im Leben.
und sammle mal ein bisschen was an. Hier, ich kann erwarten, bis die Speerträger sich mal um das hier gekümmert haben. Die immer wieder nachspawnen. Ich meine, die kriegen zwar immer wieder ihre Explosivviecher nach, aber die kann ich immer wieder ablenken. Nutzen wir die Zeit mal ein bisschen, um Bogenschützen zu sammeln. Ja, hier, die machen das, glaube ich, auch schon schnell genug. Ja, die haben es schon geschafft. Ja, geil. Okay, von da links kommen sie. Wenigstens sind jetzt ein paar Speerträger aufgestellt. So, ich mach mal die Traps. Turapo. Aus irgendeinem Grund gehen die Traps nicht. Alles klar. Eine einzige. Dankeschön. Hat sich echt gelohnt. Wir sehen uns bald wieder. Purge. Okay, Stufenaufstieg. Das ist ja schon mal was. Nichtsdestotrotz kriege ich jetzt übelst aufs Maul. Herzlichen Dank! Nö, die Base wird aufgegeben. Ich gehe mal hinter, wo die Balliste ist. So, das müsste jetzt hoffentlich halten. So, das muss jetzt halten. Beim besten Willen. Au, ahahaha. Shit! Oh mein Gott. Okay, die müssen uns. Also von Tutorial-Level-Schwierigkeitsgrad zu Dark Souls im RTS-Bereich, das ging ziemlich schnell, muss ich sagen. Ich meine, es wäre um einiges angenehmer, wenn nicht so viele Spezialgegner dabei wären, von diesen Explosivviechern und sonst irgendwas. Da haben die es echt ein bisschen gut gemeint. Oh mein Gott, das hat das ganze Ding zerstört. Oh, diese Viecher, ey. Das war noch nicht schwer genug mit den Wellen. Man muss ja noch Explosivviecher hinzufügen. Equivalent, genau. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, meine Güte, ey. Where are we heading? Einmal abwehren. Und hier noch abwehren. Jetzt kommt wirklich noch mal eine Welle, passt auf. Das wäre doch schön, nicht wahr? Ja, richtig schön wäre das. Oh, da ist noch einer von der Welle übrig. Da muss ich erstmal durch. Du kümmerst dich mal drum. Okay, du lässt die Viecher jetzt einfach mal in eine Reihe explodieren. Aber ich könnte einfach stehen und hier ewig lang noch Jäger farmen. Ah, ich glaube, das passt schon. We shall not waver. Du zählst noch zur Angriffswelle, nicht wahr? Komm mal mit. Lass dich mal hauen, mein Freund. When you're ready. Fear nothing. I step towards the Abyss. Jetzt sind wir auch noch, oder?
Ja, okay, alles klar. Und jetzt? Hallo? I serve. Ach, das war's, ja. A flicker in the dark. Ah, okay. Thanks to you, my lady. We may live to see another sunrise. My lady. I am not some powdered aristocrat, nor am I a knight yet. You carried yourself well, Aurelia. You, rebel, where's your nearest outpost? I cannot betray that information, sir. The Queen and nothing would have me drawn and quartered. We mean only to offer safe passage. If we survive, that is. Join us, and we shall put an end to the dark. Okay. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir ein paar Sachen bekommen. Jetzt suchen wir weiter nach dem Ursprung. Aber bei der Missionslänge würde ich mal sagen, nach der Mission sind wir erstmal fertig. Dann reicht das erstmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man hier hochgegangen wäre, wäre schon sehr schnell Sackgasse gewesen. Oder man hätte ja vielleicht wirklich irgendwas anderes entdeckt. Würde mich jetzt schon interessiert. Hier kann ich nicht rein, oder? Das sind aber auch Truppen. Ah doch, ich darf rein. Ah, die werden noch angegriffen. Schön, dass ich das immer sehe. Fear not the shadowed path. Oh, ich hab Schurken bekommen, kann das sein? Diese Schurken, Tatsache. Mhm. Soldiers, are you okay? Do you need assistance out of this place? They emerged from within the walls. The women, the children, they stood no chance. None. Their screams, I can still hear them. It was a bloodbath. Irgendwie müssen die Stimme von dem nochmal bearbeiten. Das hört sich so sehr an wie in ein Mikro reingesprochen. Ich meine, klar, alles ist im Mikro, aber das hört sich wirklich an, als sitzt er in so einem Studio und spricht das ein. Was bei allem der Fall ist, aber hier hört sich wenigstens klarer an. Das war irgendwie komisch einsynchronisiert. Where are we heading? A light in the darkness. Ja, wow, die Vertonung. Ja, das dachte ich mir, das war richtig komisch irgendwie, ne? Das war so eine Hobbit-Vertonung einfach nur. Am besten hätte man noch so am besten so klassisch als so Skype mit Hintergrundrauschen und richtig Mikro übersteuern und so. Easy, easy. I'm no enemy of yours. I only wish to speak with you. Keep away! I don't trust you! Tell me, where's Gandalf? I've much desire to speak with him. Biete Führung an dem Rebellionsaußenposten. Die Alderin haben eine Gruppe Rebellen in die Enge getrieben. Wie willst du fortfahren? Einheit, dem Rebellionsaußenposten geholfen. Biete Führung an. Ich mach mal Einheit. We just finished helping other rebels. I promise you, we are not your enemy. Soldier, I'm sorry we weren't here sooner. Will you join us now and put this right? Im Hintergrund ist er am Staubsaugen, ja. Und zwischendurch so kommt so ein Mom, not now. Send me to battle. Okay, ich habe jetzt Verstärkung nochmal bekommen. Sehr schön. Let's go. Naja, da sind wir jetzt.
Oh. Das sind nochmal besondere Soldaten, die ich mitnehmen könnte. Haben die alle einen speziellen Namen? Tatsache. Oh mein Gott, das ist ein Spezialgegner. Hilfe! Das habe ich gar nicht gemerkt. Worauf habe ich mich eingelassen? Help! I need a Humbula. Was sind das überhaupt für Gegner? Die kenne ich gar nicht. Elite-Kriecher. Ich wusste gar nicht, dass es von diesen Viechern Elite-Versionen gibt. Also vor allem so große. Das ist neu. Oh, Kristalle. Geil. Hauptsache ich kriege Angst davon. Kann ich mit den Ressourcen irgendwas anfangen? Hi. Was geht ab? Jetzt wird Feierabend gemacht. I'm ready. Let's go. Oh, ihr miesen... Ich hasse euch. Aua. Nein, ich nehme alles zurück. Ich liebe euch. Lasst mich in Ruhe. Okay, so. Das machst du jetzt alleine. What's next? Ich sagte alleine. Edwin, Feuerschwert. Eager and willing. Gehe ich eigentlich lang? Es ist aber, ich wünschte, das Spiel würde mir ein bisschen genauer sagen, wo es eigentlich lang gehen muss und wo ich lang gehen kann und sollte, weil ich habe so, ich weiß nicht, ob das hier der Hauptweg ist. Ich würde gerne erstmal die optionalen Sachen machen, aber ich weiß ja nicht, was optional ist und was nicht. Ich habe nur Suche den Ursprung der Nachtmache. Okay, alles klar. Wo ist der Ursprung? So. Soll ich einen Wecker nehmen und eine Sprungfeder dran bauen? Und einmal bouncen lassen. Ah, da bin ich ja. Okay, jetzt habe ich hier einmal eine Runde. Ist okay, dann habe ich hier einmal gesäubert. Keine Ahnung, ob es mir was bringt, aber ich habe es gemacht. Ich will nochmal da runter gehen. Irgendwie. It shall be done. Guck mal, welchen Weg er geht, wenn ich jetzt sage, die sollen... Ah, die gehen jetzt doch wieder darunter. Okay, lass mal, dass die Autowegfindung für uns über... Okay, ich glaube, die sind selbst verwirrt, dass sie nicht wissen, wie es darunter geht. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr erreichbar, ne? I'm ready for anything. Oder vielleicht doch und die gehen den Weg. Okay, kann auch sein. Die Karawane zieht weiter. Okay, aber das ist auf jeden Fall ein Weg, wo wir lang müssen, ne? Müssen, ne? Lang müssen, ne? Where to? Okay. Speichern! Hilfe! I stand prepared. We shall not waver. Geh doch dahin, wo die Gegner sind. Ja, das ist. I've never seen something like this. It's all been destroyed. So many lives. I guess this is what you're warning me about. The danger. Yes. The veil is a timeless threat. Edwin, about me making you worry. I'm sorry. Die Einsicht kam jetzt aber ziemlich schnell. Edwin. Naja. Fear nothing. Wer wird jetzt... Ach, da, oder? Ja, die sind jetzt alle tot. Herzlichen Glückwunsch.
the light. Oh, es gibt so viele Wege, wo es weitergeht. Ich meine hier, ja, ich meine da. Obwohl, ich komme da ja gar nicht lang, ne? Ah. Ein Riesenschlauch-Level. Ein Riesenschlauch. Und das Level ist auch nicht, ist auch sehr begrenzt. I'm ready for anything. Warum ist niemand in den Käfigen? Hallo? Was zum, was für ein riesen aufgedacktes Feld. Oh, Ressourcen. Was bringen mir die Ressourcen? Wie gesagt, das Spiel bräuchte wirklich noch irgendeine Meta-Währung, mit denen du dann zwischendurch vielleicht bei Forschungsbäumen oder sonst irgendwie was noch freischaltest. Das würde mir echt noch fehlen. Das wäre richtig cool. Dass du sagst, also, dass du einen Teil von Ressourcen da mitnimmst in die nächste Mission oder so, dass sich das Aufsammeln da lohnen würde. Weil wir haben, glaube ich, eh keine Base, dass wir die Ressourcen brauchen könnten. Dann gehe ich mal da hoch. For the order. Okay. Zack. Zack. What were they doing out here? As rulers of Eridar, the Aldrin have their duty. Just as we in the Order do. Fire shall collect. Ich hab's Gefühl, hier geht's storytechnisch weiter. Quick and quiet. Also sollte ich vielleicht doch hier runtergehen, ne? Ja, um mehr Truppen zu sammeln und so. Where are we heading? Oder? Oder ist es da Ende? There are so many nightmares. We're nearing an exposed fissure. They're going to get worse. Naja, ich glaube, hier geht's wirklich weiter, storytechnisch. Dann gehe ich nochmal runter und hol mir noch die anderen Truppen. Let's go. Gute Nacht, Nidu. Eine offene Spalte? Nice. Oh, jetzt kommen da noch mehr. Nervt nicht, ich möchte erkunden. Mom, I'm playing Minecraft. Oh, bleiben die jetzt hier stehen? Ah, alles klar, gut. Ich muss raus. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Alle verängstigt wieder. Total seltsam, dass ich dieses Rechteck plötzlich sehe, als wäre das nicht gewollt, dass das aufgedeckt ist. Das wirkt so seltsam, so unnatürlich. Der aufgedeckte Bereich hier. Schön, dass ich hier jetzt Ressourcen bekomme, aber das ist auch noch so ein Spiel. Hier. Da kommt diese Spaltgeräusche her. Verrückt. Oh, diese Geräusche sind schon echt übel von diesem Spalt. Gucken wir mal noch darüber. Ich möchte jetzt mal alles abgeguckt haben. Wie damals in der Schule. Ja, hier ist nichts mehr. Alles klar. Ja, die Pikiniere und alles würde ich gerne mal noch mitnehmen.
Ich meine diese Alderin-Einheiten. Bin auch mal gespannt, wenn die Kampagne von Diplomacy is not an option weitergeht. Da bin ich auch ein bisschen gespannt noch drauf. Steuern! Sage ich dann nur. Okay, gehen wir mal den Weg weiter. Da sind noch Heiler. Jawohl. Oh, du bist so eine Art Ordensritter. Es gibt so viele Einheiten, die ich noch nicht gesehen habe. Teil der hochrangigen Mitglieder des Ordens, die mit ihren Großschwertern auf kurze Distanz kämpfen. Ah ja, okay. Aber ich war schon, bin schon immer Fan gewesen von Großschwertinfanterie. Like a Doppelsöldner-Boss. Spalte in der Spalte ist jemand am Staubsaugen, genau. Hallöchen mit MyTDG. Darf ich euch übernehmen oder? Ja, darf ich. Jawohl. Aber nicht alle, oder? Hi. Helfen wir denen mal. Aber komm, machen wir es nicht Platz, sehr gut. Ich habe mich alle übernommen, ne? Nur ein paar. Oh, da sind noch so viele. Verrückt, verrückt. Aber irgendwie, es gibt keine Voice Lines so richtig hier. Das ist alles noch so seltsam, optional, unaufgedeckt, ohne mit den Zielen verbunden oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass bei der Mission noch viel überarbeitet wird. Also ich nehme an, das wirkt sich noch sehr Work in Progress hier. Die Abschnitte. Cool, dass es was zu erkunden gibt, aber das wirkt irgendwie noch so unfertig, dieser Abschnitt. Ah. Genau sowas. The nightmares don't discriminate between farmer or warrior. Together we will prosper or fall. Die übelst fette Balliste hier aufgestellt. Ah, Volatisten, hier sind noch so. Why would the dark crystal break? What's happened to it? We came upon a shady group tinkering with it to the north. They've been locked up. We'll find out what they were doing. Okay. Okay, da feuert die fette Balliste. Jetzt sind wir hier, wo wir ganz am Anfang der Mission gesehen haben. So ein Leveldesign mag ich tatsächlich. Ich habe meine Frage an dich. Hattest du schon mal Erlebnis, dass sich auf der Straße in Geschäften Leute ansprechen? Ich hatte einmal, dass mich jemand, als ich aus der Bahn ausgestiegen bin, in Nürnberg angesprochen hat, ob ich Odwin bin. Aber ansonsten? Eigentlich nicht. Nee, ansonsten hatte ich, glaube ich, niemals die Sache, dass mich jemand einfach so auf offener Straße oder sonst so kann. Ich bin jetzt auch ja nicht so bekannt. Ich meine, nicht mal ganz 100.000 Abonnenten. Wie viele davon kennen mein Aussehen? Auch nur ein gewisser kleiner Teil. Ja, im Grunde ist die Chance relativ gering, dass du random jemanden begegnest, der dich plötzlich kennt. Dafür müsste ich schon 10-mal so groß sein. Wenn ich so 1 Million YouTuber wäre, dann könnte es vielleicht häufiger passieren. Aber so mit meiner Größe bin ich eher so. Ja, es kann sein, dass mich mal jemand kennt, aber die meisten würden es spontan wahrscheinlich nicht mal merken.
Ach, guck mal eine an, so schließt sich der Kreis. Hätten wir hier von Anfang an lang gekonnt? Soll das heißen, wir hätten die gesamte Mission noch andersrum spielen können? Moment mal, war das vielleicht sogar der gedacht so? Ein Moment mal, war das vielleicht sogar gedacht, dass wir da links rumgehen? Und zuerst mal vom Orden die gesamten Einheiten mitnehmen und mit diesen gesamten Ordensmacht dann da bei dem Dorf verteidigen mithelfen? Ah, nee, dann. Oder? Das ist eine gute Frage, ob ich die Mission so gespielt habe, wie sie intended war. Weil der Weg hier führt tatsächlich da lang. Den gesamten Weg hier durch den Orden. Und den Weg hier hoch. Es kann sein, dass ich die Mission falsch rumgespielt habe. Dann würden wir da... Ach nee, halt, Moment. Ich habe die hier getroffen. Ich hätte dieses Tor durchgemusst. Ah, deswegen kann ich hier nicht zurück, weil das ist eingestürzt. Nee, ich glaube, es war schon so, dass ich hier lang musste. Die Zwischensequenz hat sich ja hier ausgelöst, dass die dazugestoßen ist. Ich glaube, das passt schon so. Dann kam ich aus irgendeinem Grund wahrscheinlich vorher nicht lang. Aber irgendwie weird. So. Was? Stell dir vor, du stehst am Bahnhof, ziehst eine Fahrtkarte am Automaten, plötzlich steht einer hinter dir. Hätten wir das doch geschafft, war doch kinderleicht, nicht wahr? Ja? Ich meine, ganz ehrlich, das wäre vielleicht sogar eine der besten Möglichkeiten, mich anzusprechen. Einfach irgendeinen Running Gag machen, den man nur als mein Zuschauer kennen könnte. Und dann hätten wir einfach den Fall, dass ich sofort instant weiß, was Sache ist. Es geht dann gar nicht anders. Ah, ich darf durch. Da ist nur ein bisschen Stein. Schön. Ah, das muss man gesehen haben. Okay, jetzt können wir bloß noch da oben lang. Wie ich mir dachte, da ist die Story. Da ist die Story. Da ist sie, hinterher. Aufgebrachter Mob. Die Story rennt so weg. Hilfe. Ich habe verdammt viele Einheitentypen. Alle Soldaten. Die älteren Pikiniere sind gar nicht mal so schlecht. Rüstungszerstörung. Ich frage mich, ob man diese Alterin... Ich weiß gar nicht, wie weit die den Survival-Modus... Aber das letzte Mal ist jetzt nicht so lange her, dass wir Survival gespielt haben. Aber ich frage mich, ob man diese Alterin-Einheiten und... manche andere Spezialeinheiten, diese Ordenseinheiten mit Zweihandwaffen zum Beispiel oder so, ob man die jetzt auch im Survival rekrutieren kann irgendwie. Irgendwie fehlt im Spiel, wenn es in der Kampagne nicht da ist, fehlt im Spiel irgendwie so ein separater Modus mit Progressionssystem, so Roguelite-mäßig oder so. Das wäre richtig cool. Oder mit Forschungsbaum oder sonst irgendwas. Sowas würde ich auch noch feiern, dass man sich so ein bisschen spezialisieren kann mit Truppen und dann vielleicht noch so Spezialtruppen freischaltet oder so. Das wäre schon echt cool. Da sind echt wieder Gegner nachgespawnt, wie gemein. So, jetzt gehen wir mal hoch und beenden die Mission. Hühnerfutter ist der neue Insider-Gruß. Ich hätte gern ein Bild mit Autogramm von dir. Warte noch ein bisschen ab. Gut, okay. Wenn man mich jemals irgendwie so sieht. Ich meine, ich habe grundsätzlich Autogrammkarten da, die ich aussignieren kann. Die sind jetzt gerade noch für was anderes Spezielles da. Sollte ich mal bei irgendeiner Convention sein, kann ich da mal einen großen Block mitnehmen. Aber ansonsten, bin ich dabei, mehr oder minder eine Art kleinen lustigen Merch zu starten, demnächst bei Zeiten. Also es wird nicht mehr so lange dauern, bis eine Ankündigung kommt. Und da hatte ich dann vorgesehen, dass dann auch bei jedem Einkauf dann auch hier... Autogrammkarten mit beilegen. Deswegen habe ich vor langer Zeit mal welche geholt. Meine Merch-Idee muss ich bloß noch ein bisschen umsetzen. Es ist auf jeden Fall was anderes, als man es normal kennt. Also jetzt nicht T-Shirts oder Tassen oder so. Ich meine, so was die T-Shirts oder Tassen, ich hatte ja sowieso viele gute Ideen. Da würde ich bestimmt auch gerne mal irgendwas machen wollen. Und irgendwann mal nach einem Partner suchen. Aber ich habe jetzt mal was bisschen anderes vorbereitet und bin mal gespannt, wie das dann wird. Aber seid da gespannt drauf. Wird dann irgendwann mal eine Ankündigung geben. In irgendeinem Video. In irgendeinem Stronghold-Video wird es das dann mal als Einblender geben.
bevor. But more recently, an order stronghold. Wer Odwin entdeckt, muss sich laut ankündigen. Blast die Trommel, schlagt das Horn. I'm exhausted. How much longer can we keep this up? We can't stop now. We're all that stands between this horde and the Norfolk to the south. Rararara. I didn't think about it like that. Oh ja, das ist die Order Stronghold. Ich sehe es schon. Oh mein Gott, sag bloß, die Mission ist noch nicht vorbei und jetzt muss ich doch noch ein Lager aufbauen. Alter, das ist dann die längste Mission aller Zeiten. Wir erreichen jetzt Supreme Commander Missionslängen. Autsch. Angriff. Oh mein Gott. Da kommen Handtücher aus dem Rift. Oh, Schreck. Oh, da unten ist noch eine Base. Das ist grün, das sind Volatisten. Günther Merch. Eine Liter Kaffeetasse. Tatsache, das sind die Volatisten. Hallo? Ich bin hier, um Volatisten zu fisten. Look at me. Ja, wunderschön, muss ich sagen. Oh, und ein Friseur musst du mir echt mal mitteilen, bitte. Ja, und was hat jetzt gebracht, mich hier durchzuschnetzeln? Slay the knights. Rip them apart. Da sind unsere da eingesperrt. Also einen habe ich jetzt mitgenommen. Den anderen kriege ich hier nicht raus. Tut mir leid. Nichts Persönliches. Das sind überall unsere da. Nee, halt, das sind alle möglichen Einheiten drin, aber man kriegt die nicht raus. Egal. Zwei aus dem Heidepark, riesige Kaffeetassen, okay. Oh, da ist der Rift. No way. This is what they look like in real life. Incredible. Now the nightmares have begun to return, and we must do everything in our power to stem the tide. What happened here? As Knights of the Order, our duty includes protecting the crystals. With our numbers so thinly stretched, though. You mean this is the Order's fault? From a certain perspective, I suppose it is. I'm not sure we can do anything about the crystal now. We'll need to head back. Back to old man Hector? Bishop Hector. And yes, only order bishops have the power to mend damaged crystals. Huh. There's something attached here. Some kind of device. Geräte? Let me just... Aurelia! Don't. Toll, jetzt hat es kaputt gemacht. Aurelia, are you okay? Aurelia ist einfach weg, oder? Die ist auf die andere Seite gebeamt. Beschütze Aurelia. Nee, wo ist die?
stand as one. Ah, da kommen noch Verstärkungen. Oh, jetzt kann ich mal Truppenwerte vergleichen, aber Lästenschützen mit Jägern. Aber Lästenschützen machen anscheinend mehr Schaden. Und mehr Rüstungsbrüche den Schaden. Jäger sind ein bisschen schneller, aber Lästenschützen sind stärker, wie es aussieht. Schon lustig, dass die stärkeren Schützen bei der nahkampflastigen Fraktion sind, während die fernkampflastige Fraktion dann die schwächeren Jäger hat. Gut, die sind halt mobiler. Oh, ich habe einen Katapult. Wie süß. Au, au. Au, au, Lukum. Wo ist denn überhaupt Aurelia? Ich sehe nichts. Einen schwarzen Bildschirm habe ich. Einen schwarzen Bildschirm. Aurelia. Ich glaube, da geht's gut. Ach, da ist er. Out of it, girl. Aurelia. Die rennt ja einfach durch die Gegend. Alter, die hat die Erdbeerwoche, ich sag's euch. Die hat den Kristall gar nicht angefasst. Die hat einfach spontan. Die dreht gerade durch. What is that? Oh mein Gott. Okay, haben wir geschafft. Trotzdem aua. Aurelia! Grab the device that was attached to the crystal. Don't hurt her! She's not herself! Stöhnt, verprügelt, greift an. Bitte was? Wurde die jetzt echt zusammengeschlagen? We must get her to Hector immediately. Ich glaube, der Rift ist instabil. Ach, Aurelia. Beschütze Aurelia. Wie? Das habe ich nicht geschafft. Wollen die verarschen? Was ist denn mit Aurelia los? Das sieht gar nicht gut aus. Aurelia rennt da einfach durch die ganze Base und haut's gegen die Wand. Mission 5, Nachteinbruch. Ah, ein seltsames Gerät hat Aurelia vergiftet und einen alternden Dunkelkristall destabilisiert. Edwin kämpft gegen die Zeit, um die Einheimischen zu warnen und eine Verteidigung aufzubauen, ehe das Land von Nachtmann überrannt wird. Aber gut, ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir einfach nächstes Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht gleich nächste Woche. Ansonsten schauen wir einfach mal, wann sich es als nächsten Stream wieder anbietet. Und ja, wir machen auf jeden Fall, ja, Tatsache, wir sind in Akt 2 schon. Dann geht es doch... oh Gott, hier haben wir richtig viele Sachen nicht abgeschlossen. Ja, ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und schauen wir mal. Ich glaube, wenn wir jetzt schon bei Akt 2 angekommen sind, dann könnte es sein, dass wir jetzt beim nächsten Stream wahrscheinlich die Kampagne sogar beenden. Zumindest soweit, wie die Akte bis jetzt sind. Okay? Gut, ich bedanke mich mal fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann bei einem weiteren Mal mit Age of Darkness Final Stand. Mal gucken, wann es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.